Dieser Podcast wird präsentiert von audible.com. Hol dir jetzt ein kostenloses Hörbuch und einen kostenlosen Probemonat unter audibletrial.com/podcast. Ihr habt die Auswahl aus über 150.000 Hörbüchern für euer iPhone, Android, Kindle oder MP3-Player. Wie beispielsweise Die kleine große Lummermaus, eine Kurzgeschichte für kleine und große Leute. Seriös präsentiert. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Folge 63 mit dem Bram, dem Christian, dem Jay, dem Sepp und mir, dem Peter. Hallo. Und zu Beginn danken wir immer natürlich umfangreichst den Eicheleckern. Unseren lieben Hostern Nitrado. Danke fürs Nitrado. Hosten. Danke fürs für uns Dasein. Und danke fürs Eichel-Lecken. Wir wollten da mal ganz kurz noch erklären, ja, ihr müsst euch das so vorstellen, weil die keine Ahnung haben, wie das Internet funktioniert. Das Internet ist quasi wie ein Fluss aus Sperma. Ja? Ständig gehen Samen mit vielen Informationen von geht in einem Kopf hervor. Ja, ich weiß nicht, lass ihn ausreden. Ich bin gespannt, in welche Richtung das noch geht. Welche Richtung glaubst du denn, dass jetzt hast du ihn gerettet. Jetzt kommt er nämlich raus. Ach, Christian. ich hätte sonst jetzt 2 Stunden durchgezogen. Ja, das ist so den E-Mails. Aber ich durfte ja nicht. Tut mir leid. Liebe Zuhörer, ich durfte nicht. Oh. Guck mal hier, Tanzen plus 0. Das ist ja schon. Achso, nee, Moment. Alles klar, Christian, nice. Singen und Tanzen plus 0, das ist genau mein Charakter. Oh shit. Wir haben den Podcast Folge 63 und wir haben gerade zum Aufnahmezeitpunkt 11.13 Uhr und Jay hat sich eine Pizza bestellt. Um 11.06 Uhr kam ich. Weil ist ja schon Wochenende, Peter. Ist ja schon Wochenende, da kann man das mal machen. Die habe ich halt im Sofa gefunden. Was gesagt, halt die... Ich hatte halt die Möglichkeit, mir ein Baguette zu bestellen oder eine Pizza. Und da habe ich gesehen, Mittagsangebot. Stimmt, es gibt voll oft Mittagsangebote. Brokkoli mit Hähnchen und Soße Hollandaise. Dachte ich mir, boah, das ist geil. Was haben die hier? Gebe ich mir das mal. Wieso hattest du denn ausschließlich die Wahl zwischen Baguette und Pizza? Weil das Mittagsangebot ist. Weil das mein für Peter mich... Ja, er könnte ja auch theoretisch was komplett anderes mal essen. Ich hätte auch Pommes Currywurst bestellen können, gab es hier aber nicht. Mittagsangebot. Er hätte es auch nicht bestellen können. Mittagsangebot hier ist Pizza, Club-Sandwich, Salat, Mittagspause, Baguette, Pasta oder ein Wrap. Eigentlich ganz geil. Eigentlich ist das ja so, wie wenn du in einer richtigen Firma so draußen arbeitest, wo du nicht zu Hause bist, dann gehst du ja auch mittags. Bei meiner alten Firma sind wir dann immer zum Jugoslawen gegangen, freitags, und haben da dann die lecker gegessen um 12 Uhr. Ja, und das der ist dann auch so ein Mittagstisch für 10 Euro, hast ein geiles Mittagessen mit Getränk und Salat. Das ist genau der Grund, warum ich fett geworden bin, weil man dann plötzlich angefangen hat, mittags schon sich Pommes und Döner und so eine Kacke reinzuziehen. Da darfst du ja halt nicht jeden Tag machen, das haben wir immer nur freitags gemacht. Man muss da so ein bisschen sich treu bleiben. Ja, bei uns aber dann in der Firma kam jeden Tag der Pizzamann rum und hat da irgendwie 40 Pizzen abgeliefert. Also. Ich habe gerade geguckt, die letzte Bestellung, die ich gemacht habe, war halt heute Morgen, ja, und davor war das... Gestern Abend! Die davor war das in einem Monat und die davor war im Februar. Also ich bestelle wirklich nicht häufig, nur wenn ich halt gerade wirklich Bock drauf hatte. Voll nice, oder? Die Bestellung davor war in einem Monat. Ich meine, das hätte ja ansonsten der 32. Februar sein können, aber... Also wie viele unterschiedliche hast du denn, wo du immer bestellst? Ja, es gibt nicht viele in Gießen, leider. Oh. Deswegen wahrscheinlich bestelle ich auch so selten. Aber brauchst du da auch gar nicht. Also hier gibt es sau viele für meine Region. Aber das sind Region. Total viele. Aber ich nehme immer den, der irgendwie für Pizza, nämlich der um die Ecke ist. Das ist sogar Telepizza, also so eine Kette. Oh, die ist richtig geil. Das ist richtig geil. Und der ist direkt hier einmal um die Ecke. Das heißt, das Essen ist immer heiß und das ist irgendwie in 10 Minuten da. Dann habe ich hier so einen lustigen Chinesen oder sowas. Wenn du da anrufst, dann sagt er immer so, ja, Essen kommt in einer halben Stunde und nach 10 Minuten schält er.
Okay, also gut. Essen stellen geht hier ganz gut. Telepizza gab es auch in Köln, aber die haben nie bis zu mir geliefert. Und das Schlimmste war, dass wenn ich meine Postleitzahl war in Köln 50735, glaube ich, ja. Und oder 9, ich weiß es nicht mehr. Nee, und 9 hatten wir. 5. 5? 5. Dann ist Telepizza da immer aufgetaucht bei solchen Lieferseiten wie pizza.de oder so. Und dann habe ich da das erste Mal bestellt und haben die angerufen, ja, sie beliefern wir nicht. Ja, aber sie stehen doch dann da drin. Ja, aber wir liefern trotzdem nicht. Ja, geile Scheiße. Und dann mein Superbrain hat es natürlich nach einem Jahr wieder vergessen oder so. Und mal Peter sieht, ach guck mal, die sehen ja interessant aus, erstmal da bestellen. Na, und dann kommt natürlich wieder der Anruf, nee, wir liefern nicht. Ach ja, das Thema hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal vor einem Jahr. Wieso sind sie da eigentlich immer noch gelistet? Ja, weiß ich nicht, wir kümmern uns darum, wir liefern nicht. Natürlich standen die da noch 2 weitere Jahre drin. Bis heute. Das hatte ich aber die Tage auch. Ich hatte zum ersten Mal hier einen Lieferdienst halt mal ausprobiert, weil war sonntags nichts zu essen da. Bestellst du mal, guckst du mal, was es so gibt hier in der neuen Wohnung, in der Umgebung. Ja, geil, ein Chinesen, der ist nur einen Kilometer weg. Geil, komm, bestellst du. Richtig geil, chinesisch gebratene Nudeln, hat super Bewertung. Bestellst du und dann eine Viertelstunde später ruft er erstmal Lieferando an. Ja, also wir müssen ihn leider mitteilen, die haben Urlaub. Ich so, was? Die haben Urlaub. Ja, die haben jetzt noch 2 Wochen Urlaub. Deshalb kriegen sie die Lieferung nicht. Ich so, was? Und warum stehen die da drin? Und warum ruft Lieferando dann an? Ja, das finde ich auch verwirrt. Steht bei dem nicht im System irgendwie dann vernünftig drin? Dann nehmen sie die doch raus, statt jeden anzurufen, der da bestellt. Ja, keine Ahnung. Dann habe ich woanders bestellt, ne, wo du alles bestellen kannst. Weißt du, chinesisch gab es sonst nichts mehr. Nur wo, keine Ahnung, wo du Pizza, Gyros, Indisch, Chinesisch, Mexikanisch. Weißt du, wo du alles kriegst, da habe ich gedacht, ja komm, probier's mal aus. Meistens ist das Kacke, aber probier's aus und das war echt gar nicht so verkehrt. Gar nicht so. Da wäre ich ja schon direkt hellhörig geworden an meiner Stelle, in meiner paranoiden Stelle, wenn irgendwie so ein Chinese 2 Wochen Urlaub hat. Eieiei, da denke ich, ja, ja, da war dann der Trainer und hat erstmal gesagt, ne. Ihr macht erstmal Urlaub, bis ihr das hier sauber habt, die Ratten und so rausgekriegt. Das hatte ich bei meiner Lieblingsbestellschmiede dann in Köln, war das so, von einem Tag auf den anderen war die Internetseite weg und bei pizza.de standen die da drin, aber dann heute geschlossen. Ich so, okay, vielleicht, also ich habe das erst dann nur so gesehen, heute geschlossen, ich dachte so, okay, vielleicht haben die irgendwie heute Ruhetag oder so. Und dann war die Internetseite weg, dann war die 2 Wochen lang weg und dann sind die irgendwann wiedergekommen und dann war auch cool, aber ich habe keine Ahnung, was in der Zeit passiert ist. Oh. Tatsächlich einfach mal Urlaub. Ja, ja, dann nennt man die Internetseite offline. Ja, genau, deswegen weiß ich nicht so. Ich frage mich tatsächlich, wie viele Läden wirklich so Geldwäschereien sind. Viele, von den Gastronomiebetrieben da, also von so Pizzaschmieden und so was. Ich glaube, jeder Kiosk in Köln. Ja, jeder Kiosk in Köln, der in der Nähe von Sepp ist, auf jeden Fall, der beobachtet dich. Ich hab immer einen genau gegenüber. Der hat ja, ich weiß, morgen das hast du schon mal erzählt. Der hat heute Morgen nicht mal aufgehabt um 6, weißt du? Die müssen auch mal schlafen. Was, der hatte um 6 nicht auf? Ja, der hat von 6 bis 24 Uhr auf, aber er hatte heute Morgen um 8 Uhr nicht auf. Was ist da denn los? Ah. Wieder einer erschossen worden in der Mafia? Ich weiß nicht. Und vor allem, der verkauft Pistolen. Was? Knarren. Was? Pistolen und Knarren bestellen, oder? Wenn ein Wert von 20 Euro überschreitet, gibt es anstatt dem gratis Wein, gibt es gratis Pistole dabei, oder? Nee, der ist ja Kiosk, ist kein Pizzahändler, wenn ich die richtig finde. Aber der kann doch keine Waffen verticken. Doch, Soft-Airs verkauft er. Ach so, das ganze Schaufenster voll. Das sind doch keine Knarren, Alter. Doch, das sind Knarren. Ja, fallen die unter das Waffenschutzgesetz? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ich muss da mal hingehen. Ich war da noch nicht. Ich muss da mal hingehen. Mal gucken, wie der so drauf ist. Muss da mal gucken gehen. Vielleicht kann ich da ja ein paar Sachen für uns arrangieren. Aber schreib sicherheitshalber vorher nochmal dein Testament, ne? Ja, das ich hab gut, einmal, seitdem ich hier wohne in Osnabrück, seitdem ich umgezogen bin, einmal habe ich bisher bestellt Essen. Zweimal, sorry, ich hab gelogen, zweimal. Einmal bei McDonald's, das war kein Problem. Boah, du bist so ein Ja, bei uns gibt's McDonald's Lieferservice. Dann habe ich aber nur das eine Mal gemacht, das werde ich auch nicht mehr machen, weil das ist arschteuer. Also wirklich arschteuer. Das kostet so viel mehr. Moment, ich muss das mal ganz kurz raussuchen. Du kannst wahrscheinlich im Restaurant essen gehen, so 20 Euro für 2 Burger.
Und einmal bei einem Griechen, der hat allerdings unsere Straße nicht gefunden in seinem Navigationsgerät und dann habe ich ungelogen 20 Euro mit dem telefonieren müssen. Der war so minder bemittelt. 20 Euro hast du mit dem telefonieren müssen? Nein, 20 Minuten, sorry. der war echt so unfassbar minder bemittelt. Der hat so Wörter wie gegenüber nicht verstanden. Ich bin jetzt hier bei der und der Hausnummer. Ja, gegenüber ist meine Straße. Sie müssen da einfach nur noch reinfahren. Ja, ich bin jetzt weitergefahren. Ich bin jetzt bei der und der Nein! Und so, ich bin so sauer geworden irgendwann. Und dann war das Essen natürlich lauwarm und so eine Scheiße. Oh, das gleiche Problem hatte ich letztens auch. Genau das, nämlich, als ich vor einem Monat bestellt habe. Da habe ich Griechisch bestellt und bei mir war das dann so, dass irgendwie auf der anderen Seite von einer Straße waren und das dann nicht gefunden haben. Dann habe ich ihm das ausführlich erklärt, ja. Dann hat er das immer noch nicht verstanden. Dann stand da irgendwie zwischen mir ist halt ein relativ, also zwischen mir und der Straße, wo er stand, ist ein relativ großes Gebäude, wo man nur quasi mit dem Parkplatz rüberkommen kann. Also das ist so mit Schranken, das ist halt da so ein Finanzamt oder was auch immer dazu, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall musste der da durchfahren, konnte er aber nicht, weil das Ding schon geschlossen hat. Das heißt, er hätte dann nochmal umfahren müssen. Und als ich da mal Gyros überbacken hatte, ja, dann war das erstmal die Käse, der war halt schon fest, den konnte ich so abziehen. Weißt du, wie so eine Schuhsohle. Und das Essen war halt kalt. Also, das war halt richtig behindert. In der Tat. Aber ich habe auch einen richtig guten Griechen, den wir die Tage mal ausprobieren, wenn wir uns treffen. Bin ich gespannt, wie ihr davon begeistert seid. Ich bin total begeistert von dem sein Gyros. Ist ja schon, wenn ich das scheiße finde, wird Sepp direkt beleidigt sein. Nee. Doch, du bist, wenn ich halt sage, das scheiße, sagst du, ich find das aber lecker! Kommt dann immer halt so als selber Antwort. Schuld. Sag ich, du selber hast einfach keine Ahnung. Okay, bin ich ja mal gespannt. Wie sollen wir denn herausfinden, ob wir den Griechen bei dir gut finden? Weil ihr doch bei mir seid. Hat Peter schon wieder vergessen. Oh, Peter, stimmt, ey. Wir sind bei schau dir. Mal. Oh, shit, schau mal in deinen Kalender, Mann. Ja. Ich erinnere mich. Ich kann gerade tatsächlich auf der MacHome-Seite keine Preise abchecken, weil das Restaurant aktuell geschlossen ist. Kannst du nicht einfach deine Bestellung, die E-Mail oder so nochmal nachgucken? Nee, kann ich nicht. Deine Bestellung ist bei uns angekommen und wird gleich bearbeitet. Unter folgendem Link kannst du den Status erfragen. Aber das funktioniert nicht mehr. Das geht nur 24 Stunden lang. Ja, guck mal, und ich habe bar bezahlt. Ich habe keine Rechnung per E-Mail gekriegt. Warum zur Hölle gibt es überhaupt einen Lieferservice in Osnabrück? Okay, kann ich noch verstehen. Halbwegs groß. Und dann Neustadt am Rübenberge. Was ist das denn? Was ist denn Neustadt am Rübenberge? Ja, da gibt es einen Lieferservice. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Das steht da. Das sind die beiden MacHome-Lieferservices. Ach, Osnabrück so. Und Neustadt am Rübenberge. Eine Stadt- und selbstständige Gemeinde der Region Hannover in Niedersachsen. Das sind halt Testdinger, tipp ich mal. Also MacHome ist ja nicht offiziell von McDonald's in dem Sinne, sondern das ist von den Franchise-Nehmern. Das Alter. Ist natürlich mit McDonald's zusammen, aber das ist jetzt nicht, was McDonald's gepusht hat, sondern die Franchise-Nehmer haben das selber gepusht. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass wir echt irgendwie bestimmt, also keine Ahnung, wenn ein normales Mac Mini irgendwie so 6 Euro kostet, habe ich da bestimmt 9 bezahlt. Also das ist maximal teuer, deswegen würde ich da nur noch vorbeifahren. Also aber den Lieferservice was, benutze ich nicht mehr. Hier steht was von Special, hier nimm zwei für 5 Euro, ja, da könnte ich mir beispielsweise ein Big Mac und ein hier McChicken nehmen. Das ist doch gar nicht teuer. Das ist also für McDonald's-Verhältnisse. Aber guck mal, ich glaube, ich habe einen einzelnen, Big Mac genommen für 5 Euro. Ja, das ist ja auch immer teuer. Ja, aber nicht 5 Euro. Der teuer ist denn Big Mac normalerweise? 3,99? 3 Euro. Variiert, ja. Je nachdem, wo du ihn holst, aber irgendwie so weit, ja. Aber billig ist der halt auch nicht, ne? Die viel wichtigere Frage ist, warum gibt es das nicht von Burger King? Big Mac kostet aktuell 3,69 Euro im Deutschlandschnitt. Ja, okay, das ist der Schnitt. Ich weiß jetzt nicht, was das in Osnabrück normalerweise 6,19 Euro kostet. Im Menü. Kann mit Burger King irgendwie nichts anfangen. Finde ich nicht so geil wie besser. Beispielsweise Mc's. Hm. Finde das besser, weil bei Mc's schmeckt das halt gut, weil die Soße gut schmeckt. Und bei Burger King schmeckt mir das halt gut, weil das Fleisch gut schmeckt.
Ja, das kann ich nachvollziehen, aber manchmal finde ich das Fleisch irgendwie bei Burger King verpfeffert oder so. Also das schmeckt irgendwie, das schmeckt nicht immer geil, finde ich. Das ist halt herber, Peter. Das haben die nicht so Männer gemacht. Ja, manchmal ist das geil, aber manchmal nicht. Ich keine Ahnung, vielleicht war ich auch zu selten bei Burger King bisher. Also keiner. Halt so ein Whopper ist halt schon ganz lecker. Eigentlich geiler. Aber... Ja, genau. Stimmt, das finde ich nämlich geil. Letztens waren Christian und ich, als wir nach Hamburg gefahren sind, um Dark Souls 3 noch Formel E zu spielen, waren wir am Rückweg auch noch bei Burger King und da habe ich einen Mini-Whopper genommen. Das ist so ein Whopper, aber in dem Moment war mir so ein echter Whopper zu groß, der saut auch immer so. Aber das ist so ein kleiner Whopper. Das ist so geil, weil du hast dann ja immer so frische Zwiebeln, frische Tomaten da drauf und halt ein Stück Fleisch und so. Das ist schon echt geil. Mini-Whopper kann ich sehr empfehlen. Lecker. Aber lecker. Insgesamt ist mehr, kann ich mehr mit der Auswahl was von Mc's anfangen. Also würde ich mehr finden, sage ich jetzt mal, als beim Burger King. Tja, ich weiß gar nicht. Aber das ist Geschmackssache. Es ist komplett Geschmackssache. Was ich beispielsweise gar nicht leiden kann, ist Essen Subway. Ist Geschmackssache? Bitte was? Subway finde ich auch cool. Mag ich gar nicht. Also gehe ich halt auch gerne mal hin, wenn ich mal echt gerade in der Stadt bin und Hunger habe oder sowas. Aber ich esse auch KFC. Das ist ja auch was für dich. Guck, das finde ich beispielsweise auch mega abartig. Fucking KFC. Ah, ja. Hat sich davon erzählt eigentlich von ja, der Post? Ja, hast du schon erzählt von der Post. Fünfmal erzählt, glaube ich. Mittlerweile da kommen mir schon die Pommes aus den Ohren raus, wenn du die Story erzählst. Wenn ich KFC höre, denke ich immer an Cartman. An der Folge, wo die Mutter so richtig hier 4 Buckets geholt hat oder sowas. Ja, irgendwie so zum Kindergeburtstag. Ich weiß nicht mehr, was da war. Cartman versucht hat, alle rauszulocken. Ja, hat sie rausgelockt. War dann alleine da in der Küche mit den Buckets und hat dann die ganze Haut abgefressen. von den KFCs. Weil er die Panade so geil findet. Daran muss ich mich immer erinnern. Das ist echt lustig. Was gibt es denn noch so für klassische? Ich war noch nie bei Nordsee. Das ist teuer. Auch nicht. Kann man, also das ist so ein halt Krabbenbrötchen. So haben die Kibbelinge? Oh, geil. Nee, Alter, doch, Kibbeling, Junge. Die haben so eine Art von Kibbeling, aber das kannst du nicht vergleichen mit Fischmann-Kibbeling. Also Nordsee ist halt. Das ist halt deutlich teurer, weil es halt Fisch ist. Also wirklich deutlich teurer als irgendein anderer Fastfood. Man kann ja, meistens haben diese Nordsee-Restaurants ja diese To-Go, wo du draußen da direkt mitnehmen kannst und Fischbrötchen oder sowas. Das ist eigentlich so für wenn du in der Stadt bist, halt auch eigentlich ganz lecker. Ich habe mich da auch mal hingesetzt und habe da mal, ich glaube, das war im Bahnhof oder so, als ich unterwegs war. Da habe ich irgendwie so ein Menü gehabt. Da habe ich dann irgendwie ein Stück Fisch, ich glaube Seelachs oder sowas, mit Kartoffeln und noch irgendeinem Gemüse gehabt. Und dann zahlst du halt da schon direkt 10 Euro für. Schmeckt halt wie so ein... Also ist halt schon... Ich würde sagen, es geht halt super schnell, weil das halt alles schon fertig ist. Und ich würde es halt eine Stufe unter ein Restaurant stellen, was Qualität angeht. Also so ein, wie viele Stufen ist beispielsweise Mc's unter einem Restaurant? Also mindestens 2. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Stufen es gibt. Ja! Ja, weil ich frage mich, ob mich Mc's die unterste Stufe wäre. Tatsächlich. Nee, KFC ist die unterste Stufe. Hattet ihr eigentlich generell... Habt ihr schon mal bei so einer richtigen Gummel-Pommes-Bude gegessen? Ja. wenn halt die Pommes nach Alpenfett schmecken, dann kotze ich halt auch immer. Das ist halt. Habt ihr das eigentlich mitbekommen, dass in Amerika das Fleisch, die Pellets, nenne ich die Pellets, die, wie heißen denn die, Fleisch die, Pellets. Patties heißen die, nicht Pellets, dass die Patties in Amerika beim Mackie nicht aus, also die bestehen aus Rind, aber aus irgendwas vom Rind, aus irgendeinem gezüchteten Scheiß, was die im Labor nachzüchten, aus irgendwelchen Rinderüberresten, und das pressen die einfach zu so einem Burger dann irgendwie zusammen. Ist das bei Würstchen nicht genau das gleiche? Ja, aber die machen das irgendwie noch im Labor und im chemisch züchten die dann halt noch mehr raus, damit sie halt weniger richtiges Rind da reinbuttern müssen. Ist das nur in Amerika so? Soweit ich das verstanden habe, war das nur in Amerika so? Was ist denn die Quelle zu dieser Information, bevor wir hier von Mc's wegen irgendwas verklagt doch, werden? Das stimmt aber, das war doch diese Woche Bitte. Irgendwo in den Ich weiß nicht wo, aber das hat mir einer erzählt, ein guter Kollege von mir, das hat er mir erzählt. Und dem glaube ich das auch. Und deshalb hat McDonald's halt die Kampagne in Deutschland dann gefahren, dass es halt hier 100% aus, keine Ahnung, Alpenrind oder wie die das heißt,
Rind aus der Eifel. Die ist auch ganz schön. Eifelrind, genau. In Deutschland werben die ja damit, dass das halt 100% aus Deutschland kommt und halt keinen Bezug hat zu diesem amerikanischen Skandal, wo da drin halt keine Ahnung woher kommt. Also wenn als Kette hätte ich hier immer noch gerne Wendy's. Das ist zwar auch in den Staaten ist so total der Pennerladen, weil das ist von der Inneneinrichtung und so weiter echt alter Schwede. Ich finde die Cheesecake Factory geiler. So wie McDonald's 1990, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Ich glaube, in Holland gibt es noch die alten Mc's-Dinger, oder? Also die sind dann nicht geupdatet worden wie hier in Deutschland. Da sind die ja sehr viel moderner. Aber in Amerika gibt es auch noch die alten Mc's-Dinger. Ja, genau, da hin und wieder. Von der in Las Vegas, der ist richtig ranzig. Und das ist tatsächlich irgendwie Wendy's gewesen, aber der Burger ist halt trotzdem einfach geil. Was ist denn mit Cheesecake Factory, Christian? Machen die auch normales Essen? Gibt's da nicht nur Cakes? Nee, da gibt's richtig geiles, normales, alles andere. Was heißt, also Moment, normales Essen, also das ist halt amerikanisches Essen. Also du kriegst halt da entweder irgendwelche Nudelsachen, das ist ganz lecker, aber ansonsten halt hier Pommes oder die dicken Fries oder was weiß ich, Pizza. Also ich fand also halt, die haben eine richtig geile Karte gehabt und halt das Restaurant war von den Preisen okay, auch so vom Ambiente war das eigentlich geil. Und aber ich weiß nicht, das hat mir am besten gefallen, als wir in Amerika waren. Ist Cheesecake Factory nicht eher so ein Pendant, sag ich jetzt mal, zu Maredo und eher so eine Restaurantkette? Nee. Nicht? Ich weiß nicht, also ist das eine Restaurantkette. Cheesecake Factory ist halt ein die haben halt viel Fast Food auch. Ja. Okay. Allerdings halt im Restaurant. Das ist, weiß ich nicht, gibt es sowas hier eigentlich so eine Kette? Wobei ich bei Maredo auch echt schon schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ja, das stimmt, ich auch schon einmal. Zum Blockhaus. Ja, das machst du bei kann man machen. Aber weiß ich, die haben jetzt nicht nur Pommes, weißt du? Also die haben, wie gesagt, auch so Nudelgerichte oder irgendwie auch so Salat und so ein Kram. Weil als wir da, wir waren, glaube ich, als wir in Amerika essen waren, haben wir vorzugsweise immer die Cheesecake Factory. Ja, weil der Jan das wollte. Und irgendwann haben wir uns fast die Köpfe darüber eingeschlagen, weil der bei 4 Tagen schon wieder dran war, lass mal wieder Cheesecake Factory geht. Ich fand das aber auch sehr gut. Wo ich mir gedacht habe, Alter, langsam, weißt du, kann ich das nicht mehr sehen. War eigentlich geil. Ja, und nochmal hier auf die. Marcel war ich da auch nochmal, aber das. Um mir nochmal auf die Patties. Um auch noch auf die Patties zurückzukommen. Sepp, was denkst du eigentlich, was da an Fleisch drin ist, so bei Hamburger oder was in Hackfleisch drin ist? Da ist halt best aus dem Filet drin. Ja. Da kannst du froh sein, wenn du keine Knorpel dazwischen hast. Ach so, ich dachte, da wäre das Beste aus dem Filet drin, wie ich das gerade gesagt habe. Dafür ist Hackfleisch doch da, oder? Für Reste. Das ist doch halt der ganze Hintergedanke. Genauso wie sowas wie, keine Ahnung, Schinkenwurst oder dann ist da natürlich Schwein oder Geflügel oder hier Leberwurst. Das ist natürlich, das ist alles Müll, aber ich finde es halt gut, dass es das gibt. Was für eine Leberwurst? Der ganze Abfall, den Peter immer isst. Ja, aber das ist doch gut, ist doch besser als den Scheiß wegzuwerfen. Du musst das Tier auch bis von vorne bis hinten benutzen. Also was heißt denn der Müll, ja? Ich meine, ganz ehrlich, das ist doch nicht das feinste Stück Fleisch, aber ich meine, das heißt ja nicht, dass das irgendwie deswegen schlecht ist. Ich meine, da kommt ja natürlich auf die Verarbeitung an, aber generell ist per se ja das nicht schlecht. Das ist halt nur vielleicht nicht ganz so lecker. Das stimmt. Und naja gut, an sich ist das vielleicht nicht ganz so lecker, weißt du, diese ganzen Arschhautfetzen oder was weiß ich. Ja. Aber da werden dann halt so viele Gewürze dazu gepackt und da wird so viel gequält, dass das halt wieder essbar ist. Ja. Das bei Sammys Essen denke ich mir manchmal auch so, boah. Weißt du, das möchte dann Fleischstückchen sein, aber du siehst, das ist halt kein Fleisch, sondern irgendeine gepresste Scheiße. Die halt wieder in Stückchen geschnitten wurde, damit das so aussieht wie echte Fleischklümpchen. Aber das ist halt trotzdem einfach nur gepresste Reste. Wie ist denn das, Jay? Du dürftest doch auch dafür sein, alles vom Tier zu benutzen, oder? Ich dürfte dafür sein, alles vom Tier zu benutzen? Ja, keine Nahrungsmittelverschwendung. Willst du den Pimmel fressen, oder was? Wenn er schmeckt. Werden die doch bestimmt auch in die Wurst werfen. Ich wollte gerade sagen. Nein! Nicht? Okay. Kannst du nicht alles da reinsetzen? Ja, natürlich. Aber warum denn nicht? Das ist mal jetzt so die ernsthafte Frage. Ich meine, solange der nicht giftig ist, was spricht denn so großartig dagegen? Fleischklasse irgendwas, 3 oder sowas, das wird halt normalerweise dann für Tiernahrung oder sowas genommen.
Also ja, okay, ist ja auch okay. Solange noch irgendwie benutzt wird, ist ja okay. Das wird halt aber in der Regel nicht weggeworfen. Nee, das nicht. Aber das meinte ich ja. Gibt ja beispielsweise als Hundeleckerlis gibt's ja Ochsenziemer. Wenn er diese große lange Stange, die immer so eklig stinken. Ja, das ist halt so der ganze Pimmel. Schlange oder was? Das ist halt der ganze Pimmel von dem Rind. Oh, meiner stinkt aber nicht, ja? Ja, doch, doch, deswegen. Moment, das weiß ich nicht, wie deiner stinkt. Keine Ahnung. Ich war noch nie in der Nähe. So, ja. Ja, Moment, aber du hast meine Frage. Ich meine, du solltest eigentlich auch dafür sein, dass vom Tier nichts verschwendet wird, wenn es geschlachtet wird, oder? Ich meine, wer schon dead schon? Ja, sollte es natürlich nicht. Das ist mir schon klar, dass das nicht verschwendet werden soll. Weil, ne? Also, warum sollte man es verschwenden? Man sollte es irgendwie weiterverarbeiten. Vernünftig, wie auch immer. Anstatt halt zu, dass es verbrannt wird oder was auch immer. Warum nicht? Warum sollte man das nicht weiterverarbeiten? Wer ist denn dafür, dass das nicht verarbeitet wird? Weiß nicht, das ist ja die Frage. Ja, wie gesagt, es kann halt zu Kosmetika oder immer noch zu Hundefutter oder sonst was werden, wenn es halt für Menschen nicht in Anführungsstrichen geeignet ist. Aber ich meine, wenn ein Mensch das essen würde, wird er ja auch nicht dran sterben. Oder auch, also auch keinen Nachteil dadurch haben. Ich meine, schmeckt vielleicht nicht so gut. Naja, aber es ist ekelerregend für Menschen. Ja gut, für jetzt uns hier, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also ich glaube nicht, dass du einen Ochsenpimmel fressen würdest. Nee, das stimmt, das würde ich wahrscheinlich nicht tun. Aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, die geile Ochsenwurst essen würde, ja, und die besteht quasi nur aus Ochsenpimmel, obwohl ich das nicht weiß, würde ich mir wahrscheinlich denken, ich bin ganz schön geil. Das könnte gut sein. Oder ich könnte mich damit zumindest das nicht führen lassen. Wäre ja Verbrauchertäuschung. Ja, gut, vielleicht steht das sogar auf der Packung drauf, aber ganz ehrlich, wie oft gucke ich auf die Packung? Ja, ganz ehrlich, wie viel Leber ist in Leberwurst? Nicht allzu viel, aber du hast halt schon einen Unterschied bei Leberwurst. Ja, ich weiß nämlich, Leberwurst oder Blutwurst. Na, Blutwurst ist ja schon wieder was ganz anderes. Es gibt ja, wie heißt die denn nochmal? Die hat so einen goldenen Rand. Gutsleberwurst oder sowas? Edelleberwurst? Goldenen Rand? Das ist schon ein bisschen lag schon länger rum, oder was? Nein, das ist ja nicht der Darm, die Pelle, wo die drin ist. Wie heißt das denn nochmal? Die gute deutsche Markenleberwurst. Ich esse so selten Leberwurst. Ich finde das so geil bei Butter. Jede Butter heißt deutsche Markenbutter. Delikatess-Leberwurst. Ist das nicht auch irgendein Bullshit-Titel, einfach nur, den man vor alles theoretisch setzen kann? Nein, er ist geschützt. Der muss halt bestimmte Bedingungen erfüllen. Ach krass. Für die Zubereitung von Delikatess-Leberwurst verwendet man besonders viel Schweineleber und mittelfette gepökelte Wammen. Beispielsweise. Und da ist halt ein bestimmtes, es gibt das deutsche Lebensmittelgesetzbuch. Heißt es deutsches Lebensmittelgesetzbuch? Ich glaube, so hieß es. Schon so lange her. Deutsches Lebensmittelbuch. Genau. Und da steht halt drin, wie was sein darf. Und da gibt's halt super viele Bezeichnungen für Leberwürste. Und da steht dann halt jedes drin, wie was heißen darf und was drin haben muss. Es gibt Delikatess-Leberwurst, es gibt Trüffel-Leberwurst, es gibt Kölner Leberwurst, es gibt alles Mögliche. Und es ist halt immer unterschiedlich. Es gibt auch die weiße Leberwurst. Die ist ungerötet. Ja. Gibt alles. Und ohne Bienenhonig, denn in der Regel ist auch Bienenhonig in Leberwurst. Na? Ganz schön rassistisch, an welcher ich bin. Ja, es gibt nämlich keine schwarze Leberwurst. Wobei gibt's bestimmt auch. Aber. Grobe Leberwurst, feine Leberwurst. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, aber du darfst natürlich nicht in einer groben Leberwurst, darfst natürlich nicht, da natürlich nicht feine Leberwurst sein. Weil, dann wäre ja Verbraucherverarschung. Weil ich kaufe ja nicht eine grobe Leberwurst, wenn ich dann feine Leberwurst also habe. Nee, logischerweise. Und so sind halt beispielsweise Berliner Leberwurst oder sowas darf natürlich nur in Berlin hergestellt werden. Und nicht in Gießen. Das verstehe ich nicht. Ich check nämlich beispielsweise gerade erst, dass tatsächlich der Begriff deutsche Markenbutter auch ein geschützter Begriff ist. Sicherheit. Nach Paragraph 13 der Butterverordnung. Ja, es gibt eine Butterverordnung. Was meinst du, dass ich alles lernen durfte damals? Darf dafür nur die qualitativ hochwertigste Butter vergeben werden, die in einer Molkerei hergestellt wurde. Okay, bla bla bla. Also tatsächlich, weil ich hab mich da immer so verwirrt, wenn du auf jeder fucking Packung Butter steht deutsche Markenbutter und die sind alle von unterschiedlichen Marken. Dann denke ich mal, mein Gott, die Marken, die bilden sich aber auch echt was auf sich ein. Aber das ist tatsächlich einfach nur ein Begriff, der dafür steht, dass das aus Milch von Kühen oder daraus unmittelbar gewonnenem Rahm pasteurisiert wurde. Aha.
Du musst ja auch beispielsweise eine fettarme Milch, die 1,5% Fett hat, darfst du ja nicht irgendwie fettverminderte Milch nennen. Es muss fettarm heißen, weil es halt der Begriff ist. Der Verbraucher immer weiß, alles klar, ich hab das. Darfst ja nicht irgendwie verschiedene Sachen machen. Okay, wieso Fett, wo wäre denn, gibt es denn einen Unterschied zwischen fettarmer Milch und fettverminderter Milch? Es gibt oder kein so? Fett vermindert. Es gibt kein. Achso, nur halt manche nur hätten das gerne gehabt, weil es nicht so böse keine klingt Ahnung, wie fettarmer. Keine Ahnung, Fett vermindert hört sich halt auch behindert an, aber das ist mir gerade halt so eingefallen. Keine okay. Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwas anderes. Fettlos. Oder was auch immer. Das wäre tatsächlich gelogen. Wenn bei 1,5. Ja, nee. So wenig, fettlose Milch ist doch Wasser, oder nicht? Wenig Fettmilch oder sonst was. Die wenig Fettmilch. Die wenig Fettmilch. Ja. Eigentlich voll geil. Ich muss ja nicht die Produkte verkaufen. Nee, das stimmt. Du musst sie ja sogar kaufen. Richtig. Ja, und würdest du die wenig Fettmilch kaufen? Ich kaufe fettarme Milch, ja. Ich kaufe tatsächlich für mich keinen Unterschied. Aber dann habe ich wenigstens im Hinterkopf, okay, 2% weniger Fett. Ja. Jetzt geht's mir besser. Jetzt kann ich da. Schmeckst keinen Unterschied zwischen 1,5% Fettmilch und so, keine Ahnung. So ich schmecke da keinen großen Unterschied. Ich schmecke da aber auch keinen Unterschied, ohne Witz. Also ich sehe da beispielsweise, könntest du mir beispielsweise keine Cola oder so eine gut und günstig Cola vorsetzen. Dann würde ich dir die ins Gesicht kotzen. Okay, ich bin bei beiden tatsächlich. Ich will ins Gesicht kotzen, ne? Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weißt du. Das ist halt schäbig, wie das so. Du schlägst du dem freundlicherweise, bringst du dem so ein Glas Cola mit. Ja, die hatten leider nur Pepsi. Ich hab gut und günstig Cola gesagt, nicht Pepsi. Ja, ist ja quasi das gleiche. Was? Ich trinke total gerne Pepsi. Pepsi Max besser als Cola Zero. Aber ich nehme hier nur mal einen Schluck. Boah, krass, ey. Ernährungsthema hier erstmal voll eskaliert, Junge. Ja. Jetzt können auch alle Vegetarier wieder zuhören. Hey, Moment, gibt's eigentlich ein vegetarisches Schnellrestaurant? Ja, also in Düsseldorf gibt's auf jeden Fall in der Nähe von der Kö 1. Ne, ich meine auch so eine Kette tatsächlich. So. Genau. Also, also jetzt nicht vergleichbar von der Größe wie Mac ist, aber irgendwas, was man ich vielleicht. Ich glaube, so wird sich nicht halten. Wahrscheinlich nicht, wa? Also, das sind immer noch zu wenig Vegetarier aktuell. Ich glaube, das wird mehr. Wird das eigentlich mehr? Statistik Vegetarier. Das würde mich mal interessieren. Gefühlt wird es viel mehr, wird die Anzahl der Vegetarier in Deutschland von Jahr zu Jahr mehr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich der Fall ist. Vegetarier. Lol. Im Januar 2015 ging der Febu, ich weiß jetzt gerade nicht, was das ist, davon aus, dass in Deutschland rund 7,8 Millionen Vegetarier leben, also 10% der Bevölkerung. 10%? Echt so viele? Was? Also, da wird es sich ja schon fast lohnen. Okay, irgendwelche Umfragen. Vegetarier, Veganer in Deutschland. Tatsächlich ist es ein klarer Aufwärtstrend. Anzahl in Millionen. 2009 waren es noch 6,2 Millionen, 2014 7,7 Millionen. Quelle ist das Institut für Demoskopie Allenbach. Krass, ey. Davon sind, 13% der weiblichen deutschen Bevölkerung sind Vegetarier und 3% der männlichen deutschen Bevölkerung sind Vegetarier. Also es sind deutlich mehr Frauen Vegetarier als Männer. Wundert mich nicht wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin. Holy shit! Vegetarier, Veganer in ausgewählten Ländern. Prozentualer Anteil an der Bevölkerung. In Frankreich sind es 2%. In Deutschland waren es 2012 9%. Wir führen echt die Liste an. Wir sind direkt nach Taiwan. What the fuck, ey? Was ist denn hier los? Da wird sich das ja. Wobei, deswegen gibt es wahrscheinlich in letzter Zeit auch so viele Hipster-Lokale, wo es nur so veganes oder vegetarisches Essen gibt. Also die kommen ja schon. Es ist halt nur direkt eine Kette. Na krass. Nicht verkehrt. Es ist ganz schön verkehrt, vegan zu leben. Ich dachte jetzt primär an vegetarisch, ehrlich gesagt. Wieso ist vegan Leben verkehrt? Ja, bin ich intolerant. Fleisch ist lecker. Moment, also ich hab mich wieder hingesetzt. Was ist Intoleranz? Ja, Jay sagt, dass das nicht gut ist, wenn man vegan lebt. Da habe ich gefragt, wieso ist das denn nicht gut? Ja, ich bin intolerant, Fleisch ist lecker.
Ich habe letztens noch so eine witzige Überschrift gelesen, irgendwie Wissenschaftler sicher, Veganer machen das nur zur hier selbst, entweder Selbstdarstellung oder Selbstdarstellung, ja genau. Ja. Aber da sehe ich tatsächlich, also im Grunde ist das ja Wurst. Aus welchem Grund haben wir das? Im Grunde ist das ja Wurst. So sieht's aus, so, weißt du Bescheid. Entweder im Grunde ist das. Im Grunde ist das Tofu. Also, ob jetzt, also aus welchem Grund jemand was Gutes macht, ist ja erstmal egal, solange es was Gutes ist, oder? Ja, solange irgendein Mensch lebt, wie der möchte, ohne mir dabei irgendwie auf Knispel zu gehen. Ja, ja, klar. Kann er ja, von aber hier aus sich nicht auch vom Blatt Papier ernähren oder so. Das Schlimme ist ja, dass Veganer dir das immer unter die Nase reiben. Das stimmt überhaupt nicht. Wie viele Veganer kennst du denn? Außer sagen, also aktuell ist das nicht mehr so wie früher, wo das halt früher jeder versucht hat, dich zu konvertieren, aber mittlerweile, dann bringen die einfach ihr eigenes Essen. Also ich kenne halt super viele Vegetarier. Ich kenne halt keinen Veganer tatsächlich, aber super viele Vegetarier und da weißt, ich voll komisch nie irgendwie gehabt, wenn ich mit dem Essen gehe, dass der dann anfängt so, jetzt bestellst du wieder Fleisch, weißt du? Nee. Hab ich noch nie gehabt, noch nie. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Das hatte ich auch nicht. Aber ich habe gerade einen tatsächlichen Artikel in der Zeit noch. Und die schreiben labern halt immer darüber, wie toll vegan zu leben ist und so weiter. Ja, wenn die zusammen sind, oder was? Nö, auch nicht. Also kommt dann manchmal halt das Gesprächsthema auf, ja. Aber ihr redet auch mal über den Tisch. Johnny, wie das sagt. Weißt du, ich glaube, nee, dann sage ich da gar nichts zu. Ihr seid total tolerant. Du fängst wahrscheinlich an, das Gespräch kommt immer dann, wenn du mal frische Bauchspeck nimmst, weißt du, 2 Zentimeter vor der Nase und dir schön einen abschmatzt. Ich puchte damit immer rum. Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Yam, yam, yam. Ja, dann und dann sagen die so, nee, ich bin Veganer. Und dann kommt Jay, was? Weißt du, das wäre so, als wenn ich mir jetzt hier so ein, weiß ich nicht, ich mag keine Tomaten, ich werde mir jetzt einen Begriff für Tomatenesser oder sowas nehmen, ja, und dann werde ich jetzt das allen unter die Nase reiben, dass die armen Tomatenpflanzen ja so sehr leiden. Wenn sie dann mit Pestiziden gedüngt werden und dann werden ja auch die ganzen, weißt du, dann werden ja auch die ganzen Tiere abgetötet, die ganzen armen Läuse für die Tomaten. Das kann ich nicht über mich ergehen lassen. Ja, mach das mal. Aber lass dir einen besseren Namen einfallen als nicht Tomatenesser. Der ist ja nicht so gut. Ja, keine Ahnung. Tomater. Der Tomater? Tomater? Der Tomater, ja. Interessant ist nämlich Tommy. Ich lese gerade. Tomaten, ich no. Ich bin Tommy. Ich bin ein Tommy. Dass viele Veganer wohl tatsächlich etwas haben, was sie als Konditionierung bezeichnen. Und das ist ganz weit verbreitet. Schreibt zumindest die Zeit, weil ich habe gerade einfach mal gelesen, ich wollte wissen, ob vegan Leben eigentlich ungesund ist. Und zwar läuft vielen Veganern wohl trotzdem das wortwörtlich der Speichel im Mund zusammen, wenn sie halt frittierten Fisch riechen oder gebratenes Fleisch oder so. Also konditionieren sie sich normalerweise dazu. Und jetzt dann wird hier die coole These aufgestellt. Was macht man also, wenn man sich, wenn man halt vegan ist und trotzdem kein Fleisch essen möchte, aber eigentlich auf Fleisch steht? Fake it. Und das stimmt. Im Veganismus wird alles gefaked, was eigentlich normale Leute essen. Ja, ich habe normale Leute. Ja, na, pass auf, also die Frage, die dahinter steht, ist halt so. Du, wenn ich halt Veganer bin, sag ich, ja, ich will kein Fleisch haben, ja? Und ich brauche das nicht und so weiter. Warum zum Henker esse ich dann quasi vegane Wurst? Nein, das sind unterschiedliche Sachen. Wenn Leute aus Prinzip Veganer sind, weil es nicht geht, dass Tiere beispielsweise ermordet werden und keine Ahnung, weil die da irgendwelche großen Unternehmen nicht unterstützen wollen, ja, dann ist das ja durchaus okay, sich Fake-Wurst reinzuziehen. Dann die sagen ja nicht, nee, ich mag kein Fleisch und versuche jetzt deswegen was zu essen, was wie Fleisch schmeckt. Also, das wäre ja schwachsinnig, aber aus Prinzip ist das ja durchaus sinnvoll. Wer mit dem Argument ankommt, ja, ich will nicht die großen Firmen unterstützen, der hat ja auch irgendwie fern weggelebt. Der hat gibt Gutfried Hühnerbrust, ja, es gibt auch Gutfried Tofu-Wurst und so weiter. Das unterstütze ich das genauso. Also wer mit so einem Argument ja, ankommt, das kann ja aber sein, dass die Leute, die Gutfried Tofu-Wurst kaufen, nur Veganer sind, weil sie, keine Ahnung, aus anderen Gründen und nicht wegen Gutfried. Ja. Natürlich gibt es Leute mit Doppelmoral, aber man kann nicht sagen, dass alle Veganer Vollidioten sind. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich bin intolerant dementsprechend, weil Fleisch lecker ist. Das habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass Vollidioten sind. Ach, ist das schön. Ja, das ist richtig. Also, ich Veganer kenne ich tatsächlich gar nicht, kenne ein paar Vegetarier und die stressen überhaupt nicht. Ich kann das einfach nicht verstehen. Fleisch ist so lecker.
Das musst du ja auch nicht verstehen. Das kann ich wiederum auch nicht verstehen. Das ist ja für jeden auch eine eigene Entscheidung. Das ist ja auch, ob du homosexuell oder hetero bist. Klar. Das musst du nicht verstehen, aber du kannst. Ja, wobei, das sehe ich noch ein bisschen anders. Das sehe ich auch ein bisschen anders, weil das ist keine Entscheidung von einem selbst. Das ist, glaube ich, keine Entscheidung. Ich meine, es gibt sicher so ein paar Trendsetter, die da mitspielen wollen, weil das vielleicht für mich so ein hip oder cool ist. Aber generell gehe ich davon aus, dass das keine Entscheidung ist zu sagen, weißt du, so kirchenmäßig. Entscheide ich jetzt wieder zu, nicht mehr schwul zu sein, ja? Ich glaube, das ist tatsächlich angeboren. Ja, ich kann mir schon vorstellen, ein oder zwei gibt bei den 6 Millionen Homosexuellen in Deutschland, die sagen, ja komm, ich mach das jetzt auch, weil das gerade hip ist. Aber einfach vielleicht auch nicht unbedingt entscheiden können oder die gesellschaftlich. Die sind dann einfach Biese. Du musst dich nicht entscheiden. Ja, manche denken aber, sie müssen sich entscheiden. Sexuelle Orientierung ist ja etwas, was wenig mit Entscheidung zu tun hat, sondern mehr einfach mit etwas, was du nicht beeinflussen kannst. Ja, du bist halt einfach so. Mann oder Frau bist, oder kann ja auch sagen, ich mag kein Fleisch. Ja, dann kannst du es auch nicht beeinflussen. Aber wenn du beispielsweise sagst, ich will nicht, dass Tiere getötet werden. Eigentlich mag ich Fleisch, aber ich will nicht, dass Tiere getötet werden. Dann ist das eine bewusste Entscheidung von einem selber. Ja, dann bist du ja nicht so auf die Welt gekommen und sagst, ey, ich mag kein Fleisch, sondern du magst eigentlich Fleisch, aber du willst halt nicht, dass du das ist. Das ist genauso, als wenn du sagst, ich bin eigentlich hetero, aber ich will jetzt mal mit einem Mann schlafen, um dann mal zu wissen, wie das ist. Dann probierst du halt mal aus. Ist halt eine bewusste Entscheidung. Ich kann halt auch verstehen, dass Leute jedes Mal, wenn sie in eine Wurst beißen, halt irgendwie Flashback von dem Tier haben. Ja, Kuh vor Augen haben, weißt du, das mit großen Augen anguckt und dann irgendwie auf brutalste Art und Weise geschlachtet wird. Und ja, bei mir sagt die Kuh dann immer noch in meiner Traumsequenz, danke, dass ich für dich sterben durfte. und dann grinst die und dann schmeckt mir die Wurst noch besser. Ja, ich bin einfach der Meinung, dass Tiere und Menschen nicht auf einer Ebene sind. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Vegetarier wenigstens so klug sind und dann nur Bio-Shit kaufen. Ja, weil, wie gesagt. Sonst also bringt das auch die nichts. Die armen Läuse werden auch totgespritzt. Für die Tomaten, für die was auch immer. Ach, keine Ahnung, ganz ehrlich, nur weil die nicht 100% reinleben, ist da trotzdem theoretisch für die Tiere besser als du. Du müsstest ja sonst selber in den Busch auswandern und selber dich ernähren, damit du 100% weißt, alles in der Nahrungskette, was dieses Obst oder Gemüse durchwandert hat, wurde nicht irgendwann irgendwie industriell hergestellt, was ja auch irgendwie irgendwann mal anders hergestellt wurde. Und also wenn du richtig mega 100% Also, ich kann ehrlich sagen, wenn ich eine Tomate gebissen habe, habe ich noch nie ein Gesicht von einer Tomate vor Augen gehabt, die mich angrinst und hat gesagt, ich sterbe gerne für dich. Nee, meistens spritzen die dann so durch die Gegend. So bei Schweinen auch nicht. Weißt du, bei Schweinen ist aber anders. Aber bei Kühen habe ich das. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendein Fetisch. Ja, ich gehe einmal auf den Bauernhof, da knabber ich die lebende Kuh an. Bram oder Peter sind halt Inder. Die denken halt, die Kuh wäre heilig. Aber wenn man Vegetarier ist, dann darfst du dich ja auch nicht mit irgendwelchen Kosmetikern da einschmieren eigentlich. Wobei, das sind tatsächlich die besten Vegetarier, weißt du? Nee, Tiere sind wertvoll, ich esse kein Fleisch. Sagten sie, während sie einen Pelzmantel anhatten und so eine Scheiße. Oder Krokodillederhandtaschen oder Schuhe oder sowas. Ja. Das ist dann tatsächlich krasse Doppelmoral, die einfach nur Bullshit ist. Genauso wie mit den Kosmetikern. Das ist wobei, das Einzige, was ich verstehen kann, ist, dass es einem nicht schmeckt. Dann kannst du meinetwegen auch deine Krokodiltaschen tragen. Ja. Obwohl ich das auch nicht cool finde. Aber das ist halt eine andere Sache. Warum nicht? Wo ist der Unterschied, ob du eine Krokodiltasche trägst oder eine Lederhandtasche? Vor einer Kuh. Ob jetzt ein Krokodil draufgegangen ist oder eine Kuh? Wo ist der Unterschied? Ich differenziere halt zwischen persönlichem Geschmack, also Geschmack für Essensgeschmack und Anziehgeschmack. Das ist mir nicht so wichtig. Okay, hast du keine Lederschuhe? Okay. Ich würde einfach differenzieren zwischen gefährdeten nicht, Tieren und nicht gefährdeten Tieren. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob das echt Lederschuhe ist. Das kommt auch noch hinzu. Das ist auch noch ein guter Punkt, den Sepp da bringt, halt gefährdete oder nicht gefährdete Tiere. Aber ich würde jetzt halt niemanden verurteilen, wenn er halt eine Krokodiltasche trägt. Nur ich will halt keine Krokodiltasche tragen. Ich will oder Krokodilrucksack oder Krokodilschuhe oder was auch immer. Ja, aber das ist halt schon wichtig. Ich finde, es wäre schon irgendwie doppelmoralmäßig, wenn man sagt, so, eine Vegetarier, kann ich nicht verstehen, Fleisch ist geil, ich will, dass Tiere dafür weiter getötet werden. Nee, aber für Klamotten finde ich das nicht in Ordnung. Das finde ich scheiße, dass ihr das macht. Also das wäre schon irgendwie so ein bisschen, Nee, wie gesagt, ich finde es nicht scheiße, nur ich würde halt nicht das persönlich anziehen. Weil ja, das halt kann ich, ja, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ja, wieder Modegeschmack. Das ist ja absolut klar, aber ich habe beispielsweise auch eine Couch mit Echtleder.
Also, da. Ja, es muss halt alles verarbeitet werden vom Tier. Ja, exakt. Auch die Haut. Ja. Quasi. Beim, ist das nicht Leder auch, wird aus Haut gemacht, oder? Das ist doch aktuell auch das, ja, das Thema mit den Küken, dass da quasi nicht alles verarbeitet wird, sondern die Küken alle in den Schredder geworfen werden, die männlichen. Da ist doch im Moment der Rechtsstreit aktuell, glaube ich, heute sogar, wird, glaube ich, das Urteil gefällt oder so. Ja, stimmt, die haben doch jetzt auch diese neue Technik entwickelt, dass, ja, dass die schon im Ei erkennen können, ob das ein Männchen oder ein Weibchen wird und dann werden das schon voraussortiert. Das finde ich total gut. Das finde ich total gut. Weil wieso sind Männchen nochmal irrelevant? Ja, weil die nichts machen. Ah, weil die keine Eier legen, ne? Weil die wieso keine kann Eier man die legen nicht einfach zu Chicken Wings machen? Ach weniger so. Fleisch haben. Ah. Die lohnen sich nicht zu füttern, Peter. Okay, verstehe. Also sie bringen wahrscheinlich so 10% weniger Fleisch und dann lohnt sich das schon nicht. Ich stelle mir das gerade so wie mit 300 vor, so Sparta-mäßig. So, naja, ist ein Männchen, okay, du musst dich beweisen, ja, und dann wird er so hoch von der Klippe geworfen, weil er halt ein Männchen ist. Okay, dann ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Weißt du, was halt voll komisch ist? Bei Tieren und so weiter wird voll darauf geachtet, möglichst nichts zu verschwenden. Ja, aber jeden Tag werden, weiß ich, wie viele Menschen beerdigt. Warum fängt man da nicht einfach mal an, so ethisch mal ein bisschen wegzudenken? Okay. Weißt du, Menschenhaut oder so, machen wir eine Handtasche draus oder sonst was. Hier, ich trage meine Oma immer bei mir. Hier, meiner schönen, wie heißt es hier, Michael Kors Tasche. Ich verstehe den Uschi Glas nochmal richtig Geld machen. Ja, ich verstehe den ethischen Aspekt und von wegen dem christlichen Hintergrund und so, den man in Deutschland hat oder auch in anderen Kulturen, diesem was mal begraben ist, das buddelt man halt nicht wieder aus und so Geschichten, ja. Aber so, mal so. Das Leben so, nach dem Tod. Lass mal den Aspekt komplett weg, ja. Was würde ich dagegen sprechen, mit Ausnahme von diesem ethischen Moment, zu sagen, okay, guck mal, der ist ja so tot. Ja, dann mache ich mir halt auch noch eine schöne Handtasche aus seinem Gesicht oder so. Oder so, so ein Kugelschreiber halt aus seinem Kopf. Ich glaube, Menschen sind tatsächlich einfach auch so vom Typ her verankert da drin, dass sie jetzt nicht unbedingt Überreste von anderen Menschen benutzen wollen. Naja, manche ja schon. Es gibt ja Schrumpfköpfe. Ja. Allerdings ist das, keine Ahnung, prozentualer Anteil von 0, irgendwas Prozent der menschlichen Bevölkerung. Das ist richtig. Also es gibt ja immer Ausreißer. Ich glaube, dann gibt auch halt, Mörder. Das heißt nicht, dass wir alle Morden. Dann bist du relativ nah am Kannibalismus. Dann ist der Schritt nicht mehr so weit zu sagen, ey, wenn ich dich jetzt töte, da kriege ich eine geile Handtasche für, weil deine Haut so schön weich ist. Ja, aber wenn der andere schon tot ist. Ja, aber ich glaube, dann ist die Haut auch scheiße, oder? Es gibt ja auch Menschen, die versterben im jungen Alter. Ja, das stimmt. Ja, und zufällig versterben dann ein paar mehr. Ich glaube, das Einzige, was du halt tatsächlich lecker essen könntest, wären tatsächlich Kinder. Wenn überhaupt. Ja, um das, wenn du das wirklich in der Argumentation jetzt, wenn wir jetzt von allem Ethischen ablassen. Genau, das ist das Ethische. Ich esse ja auch keine Rinder, die halt schon 10 oder 12 Jahre alt sind. In wobei, es gibt ja diese Delikatessrinder, die 15 Jahre alt sind, dann ja, erst geschlachtet werden. Ja, die sollen richtig aber lecker sein. Ja, aber das ist auch teuer. Lecker, dann sind die aber schon alt und zäh. Nee, die das meisten. Soll richtig gut sein, das Fleisch. Welches Fleisch? Von wem? Wovon Dennis so gerade Rinder, erzählt? Ja, es gibt so alte Rinder. Habe ich letztens bei Galileo so einen Artikel, ein Video zugesehen, was ich voll faszinierend fand. Gibt so einen Bauer, also nicht nur einen, aber gibt's halt, die haben halt einen Bauern begleitet in Italien. Der hat halt Rinder und die Rinder werden nicht geschlachtet oder die Kühe, ich weiß nicht, also egal, halt diese Kühe, bevor die irgendwie 12 oder 15 oder so waren. Und die werden dann irgendwie speziell auch gepflegt und ist auch eine bestimmte Rasse und die sollen noch besser schmecken. Genau, die fette alte Kuh heißt das beste Fleisch der Welt. Ja. Von dieser Bauer, der gemacht hat, war Tixogitxo oder so heißt der. Fette alte Kuh. Ich schick einfach mal einen Link. Den Artikel, also das hatte ich halt gesehen. Ja genau, das habe ich nämlich auch irgendwann mal gehört. Und da fand ich halt total faszinierend, weil normalerweise kennt man ja immer nur so, ja, umso jünger das Tier, umso besser, weißt du? Hauptsache schnell fett werden und dann wegsnacken. Aber der macht die Kuh halt mega alt. Was ja auch nicht der verkehrte Ansatz ist, weil dann hatte die Kuh wenigstens ein Leben und nicht nur so, ich bin auf der Welt, nur um geschlachtet zu werden. Ja, ist ja, also es ist halt nur nicht besonders wirtschaftlich. Ja, genau, alleine das geht. Da, genau, nicht. Es müssen Kühe sein. Müssen wer halt sein Fleisch bei Aldi kauft, Sepp, der wird halt bestimmt kein Toxikara. Frühstund nicht.
Nee, das nicht, aber du meinst halt, die müssen halt jung sein und nicht zäh, aber hier, der sagt halt, es müssen Kühe sein, die mindestens 16 Jahre auf einer Hochlandweide standen und so mit teuer Fleisch das ist. Höchster Garantie. Ja, aber bei Menschen ist das ja was anderes. Die Menschen versorgen sich ja sogar selber noch, bis die draufgehen. Ja, das heißt, du kannst ja auch deine alte Oma einfach nehmen und sagen, guck mal, die sieht aber lecker aus, weißt du, schmeißt du am Grill. Ja, die musste ja dann halt die ganze Leben lang auf der Weide haben. Ja, ja, das ist das Problem. Ne? Keine Ahnung, was die sich reingepfiffen hat. Weißt du, war irgendwie 20 Jahre Raucherin, dann willst du das Fleisch schon nicht mehr haben. Nee, aber dann machst du halt aus der Kosmetika oder so. Schmier mir heute meine Oma ins Gesicht. Geil. Das war eine schöne Oma-Maske. So, abseits des ethischen Aspektes, den verstehe ich ja, aber so, mal so rein den wirtschaftlichen. Ja, ich meine so, warum denn nicht? Also, wenn du wirklich die rein wirtschaftliche Sicht sehen willst, dann gibt es wahrscheinlich gar nicht so viel dagegen einzuwenden. Aber ich weiß nicht, aber wie der ethische Aspekt halt ist halt, ja, etwas, Aspekt was du in natürlich der realen Welt nicht einfach so ausklammern kannst. Warum denn nicht? Die Frage ist halt auch, ob das schmeckt. Ja, Mensch, das weiß ich nicht. Das weiß man nicht. Das weiß ich auch nicht. Müssten wir testen. Logischerweise. Wäre geil, wenn jetzt einer sagen würde, also Mensch schmeckt so und so. Frag mich, ob ich den. Weiß nicht mal, ob Polizei Mensch rotes oder weißes Fleisch ist. Rotes bestimmt, oder? Keine Ahnung. Ja, klar, hast du rote Muskeln. Keine weißen Muskeln. Keine Ahnung. Also in den Bio-Büchern sieht das immer weiß, rot aus. Naja. Naja. Ja, ja, red du mal. Okay, Peter, halt mal die Klappe. Nee, da hat Peter schon recht. Ja, ja, Peter, ist okay. Ah, krass, so, wenn du mal nicht mehr bist, kommst du auf den Grill. Wie spannend mit diesem 16 Jahre alten Rind. Würde ich aber gerne probieren. Teuer, glaube ich, oder? Wirklich so lecker. Der schmeckt. Hat doch bald Geburtstag. 60 Kilo, 100 Euro. Boah, 60 Kilo. Ja, da müsste Euro. Ich dann aber auch. Nein, das müsste dann halt. 100 Kilo. Du kannst mir nicht da so ein rohes Zeug schicken. Ich kann mir das nicht vernünftig zubereiten, dass mir das schmecken würde, wahrscheinlich. Also, wir können das zubereiten halt lassen und schicken das dann fertig. Ja, dann schmeckt es ja geil. Okay, Leute, das war der erste Teil unseres wöchentlichen Games-Podcasts. Kurz aufkommen. Und wir gehen kurz in die Werbung und sind gleich wieder da. Hey Timmy, hast du Feedspeed schon mal auf der Gamescom getroffen? Nee, ist doch viel zu voll da und die stinken eh alle. Was ist, wenn ich dir sagen würde, dass die auf Tour gehen in 2016? Dann würde ich dir sagen, dass ich viel lieber meiner Mutter mal richtig nageln würde. Ach, Timmy, und was ist, wenn ich dir erzählen würde, dass die voll das coole Programm vorbereitet haben und in jeder Stadt coole Gäste haben? Dann würde ich dir erzählen, dass ich viel lieber einsam und verlassen in meinem Keller am Meff schnüffel. Ach, Timmy, na gut, falls du dich umentscheidest, ja, auf peatsmeet.de/tour kriegst du alle Informationen, das geht am 21.06. in Hamburg los. Also peatsmeet.de/tour, da kann man auch Karten kaufen. Kann ich da auch Kommentare schreiben? Ja. Erstmal flehen. Ach, Timmy! Ladies and Gentlemen, wir sind zurück beim zweiten Teil vom Pete-Cast mit allen. So, was wir noch gar nicht besprochen haben, sind, wir haben eigentlich letzte Stunde nur über Ernährung und so ein Shit gelabert. Macht doch nichts, ich fand's geil. Ich fand's auch geil, ich fand's auch nicht schlimm, überhaupt nicht, aber es war geil. Aber wir haben, es gibt auch neue Spiele beispielsweise, die rausgekommen sind. Wie Doom! Ja, das interessiert doch keinen. Was? Okay, Bram, worüber möchtest du reden? Flugzeugabsturz. Okay, dann lass über Flugzeugabsturz reden. Ja, wir können natürlich auch erst über Doom reden und dann über Flugzeugabsturz. Naja, ist okay. Aber ich würde das Thema Flugzeugabsturz gerne auch noch kurz besprechen. Ja, do it. Und zwar, weil, ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten, also vielleicht liegt es an der Medienberichterstattung und so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mehr Flieger abstürzen als noch vor 5 Jahren. Und gefühlt ist das wir so, mittlerweile ja. Als Vielflieger, muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile denke ich mir jedes Mal, wenn ich innerdeutsch fliege, fuck yeah, das könnte das letzte Mal sein, dass du hier vorbeisteigst. Ich weiß, das könnte auch rein theoretisch sein, wenn du ins Auto steigst, aber irgendwie habe ich im Flugzeug dann ein komischeres Gefühl. Dann habe ich mich mit einem Freund darüber unterhalten und der meinte, daran darfst du gar nicht denken, sondern wenn du in ein Flugzeug eingestiegen bist, die Türen sind zu und der rollt los und hebt ab, in dem Moment musst du davon ausgehen, dass das schon irgendwie funktioniert und wenn nicht, dann hast du halt Pech gehabt. Und jetzt wollte ich mal eure Meinung zu der Sache hören. Weil ich sitze ja im Flieger dann immer die ganze Zeit so und denke mir so, bitte sag gleich wieder unten, bitte sag gleich wieder unten, bitte sag gleich wieder unten. Nee, du musst auch das hinnehmen. Tatsächlich ungern. Also ungern, nur wenn es muss. Und so wie Sepp das halt sagt, man muss es hinnehmen. Und ich gehe halt tatsächlich davon aus, dass das halt das meiste halt derzeit wegen irgendwelchen Terror-Shit die meisten Flieger halt abstürzen. Ja.
Also die Todesopfer im Luftverkehr nehmen seit 1970, und das ist eigentlich total witzig, weil wenn man mal überlegt, wie viele Flieger damals geflogen sind, wie viele heute fliegen. Und was für Flieger damals geflogen kontinuierlich sind. Kontinuierlich ab. Todesopfer im Luftverkehr gab es 1972 noch 2370 und 2014 waren das 692. Was? Und die Statistik ist von der FAZ. Aber damals sind ja auch weniger Leute geflogen, ne? Und es gab auch weniger Flugzeuge. Ja, und trotzdem mehr abgestürzt. Ja. Oder mehr zu Tode gekommen. Ich weiß nicht, ob die mal abstürzen müssen. Vielleicht stehen die auch im Rollfeld explodieren, einfach spontan oder so. Was du aber halt beim Flugzeug hinnehmen musst, ist, die Technik ist bewährt, die Technik funktioniert und du musst der Technik vertrauen. Sonst kannst du nicht in ein Flugzeug einsteigen, weil sonst verhältst du dich wie Bram und denkst die ganze Zeit, oh Gott, wir stürzen alle ab und bin ich froh, wenn wir wieder unten sind. Den Stress darfst du ja beim Fliegen eigentlich nicht machen. Ja, aber selbst wenn du der Technik vertraust, kann ja sein, dass du den anderen Menschen nicht vertraust und die ganze Zeit jedem, der so anderen Menschen nicht vertraust, darfst du ja nicht mal Auto fahren. Ja, da gibt es ja viel mehr Teilnehmer. Das ist nämlich eigentlich der Vergleich, weil es gibt im Alltag so viele Sachen, die Christian halt schon sagt. Es steht hier auch, auf einer Reise von Berlin nach Rom ist die Autofahrt zum Flughafen gefährlicher als der Flug. Moment, ja. Die Autofahrt zum Flughafen in Deutschland oder in Rom? Von Berlin nach Rom. Auf der Strecke. In Berlin. Okay, ganz ehrlich, kann ich mir sogar beides vorstellen. Weil es ist halt überall im Alltag schlimm, nur weil du halt beim Flugzeug das Problem hast. Beim Flugzeug hast du halt alleine nicht die Kontrolle. Du gibst ja, aber das habe ich im Bus oder im Zug auch nicht. Aber im Zug denke ich mir nicht alle 15 Sekunden, verdammt, da könnte irgendeiner die Gleisen falsch stellen. Und der IC, der eigentlich an mir vorbeifahren sollte, auf dem anderen Gleis fährt gleich in uns rein mit 300. Aber es passiert. Das und stimmt. Auch nicht so wenig. Man sagt, öfter als man denkt, das stimmt. Auch. Öfter als man denkt, aber es ist meistens nicht so ein Thema und es ist meistens ja auch nicht so katastrophal, weil so ein Zug, okay, der crasht ineinander, dann sterben da 10 Leute und die anderen sind schwer verletzt, aber bei einem Flugzeug, wenn das abstürzt, bist du halt tot. Da kannst du halt nichts machen. Und halt, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass es halt viel, also dass es halt oben in der Luft ist. Genau, weil die Gefahr ist halt, wenn das abstürzt, du bist wahrscheinlicher tot, als wenn irgendwie der Bus irgendwo gegen eine Wand fährt oder so. Ja, und auch das Gefühl des Nichtvertrauten. Das genau. Gefühl, dass man hier eigentlich gar nicht hingehört. Der Mensch ist ja auch nicht für die Luft geschaffen eigentlich, ne? Nee, der setzt sich in, keine Ahnung, tonnenschweres Metallgehäuse und kann dann fliegen. Ja. Das ist das klingt ein bisschen bescheuert, aber so ist das. Ja, aber ist halt so, wa? Ja. Genau so ist das. Und dann funktioniert auch alles und das ist ja auch richtig und da sterben die wenigsten Leute, aber ich kann schon verstehen, warum da so, also das ist halt ein PR-Problem für Flieger, was auch darin zugrunde liegt, also was halt am Fliegen selber auch liegt. Das ist so eine mystische Sache, die sich die meisten Leute nicht erklären können. Und dann auch noch, die Situation ist so schrecklich, sich vorzustellen, wie man da hier tausende Meter über dem Erdboden gefangen ist, in so einem total engen Raum, wo du nirgendwo hin kannst und da irgendjemand anfängt, Geiseln zu nehmen, ja. Bei einem Zug kannst du dir irgendwie immer noch vorstellen, ja, ich springe aus dem fahrenden Zug. Ist vielleicht auch nicht die klügste Variante, aber geht vielleicht, ja. Also du hast halt immer noch die Außenwelt um dich. Du siehst durch das Fenster die Wälder und du bist halt vertraut in deiner Umgebung, während du oben halt nichts machen kannst. Du bist komplett du bist komplett am Arsch einfach. Und das ist krass. Das stimmt. Das könnte gut sein. Ja. Das könnte echt sein. Weil eigentlich ist Fliegen ja super sicher. Ja. Ja, aber ja, das Problem ist. Du musst Bram ein bisschen verrückt machen, Bram, wenn man die Statistik nämlich anders liest, wenn du da irgendwie nach. Wie war das pro Totem pro geflogener Stunde oder irgendwie pro Kilometer oder so gehst, dann sind Züge und so weiter doch wieder sicherer als Flieger. Okay. Achso. Du musst ja auch immer bedenken, wenn halt mal so ein Flugzeug abstürzt, dann geht halt nicht immer nur einer drauf, sondern direkt 60, 70 bis zu, keine Ahnung, 350 oder so. Also wenn es halt zu einem Unfall kommt, dann bist du halt auch am Sack. Ja, das genau, definitiv. Genau, das meinte Peter ja quasi. Wenn dein Flugzeug abstürzt, dann bist du relativ wahrscheinlich tot. Wobei gefühlt in den letzten, also das ist, ich weiß nicht, was die Statistiken sagen, aber die meisten großen Unglücke, was Flugzeuge angeht,
in der letzten Zeit sind ja gefühlt weniger aufgrund von Technik, sondern mehr aufgrund von Böswilligkeit der Menschen. Ja, klar. Also egal, ob das jetzt ein Suizidtyp ist, der gerne alle mitnimmt, weil er Spasti ist, oder halt irgendein Terrorist, der alle mitnimmt, weil er ein Spasti ist. Das sind immer Spastis. Ja. Das ist immer so eine Problematik. Die Alternative ist, auch ist halt viel sicherer, dass wenn du in die Vereinigten Staaten oder sonst irgendwie von mir so nach Südamerika willst und dir überlegst, okay, ich will nicht fliegen, ich fahre halt mit dem Schiff. Naja, wenn du auf hoher See bist und das scheiß Schiff geht unter, bist halt genauso am Sack. Ja, ja, Schifffahren ist tatsächlich. Aber da gibt's ja noch Rettungsboote und sowas. Das ist, da ist halt die Gefahr nicht so unmittelbar beim Flugzeug, wenn das abstürzt, dann macht das Bumm und dann ist das kaputt. Und also die Costa Concordia, die ist direkt vor der Küste gekentert, die sind alle umgekommen. Nicht alle. Sind ja auch viele, konnten ja auch viele fliehen. Aber es gab halt zu wenig Rettungsboote, Fluchtwege waren versperrt, Koordination ging nicht richtig und bla bla bla. Die sind ja nicht gestorben, alle, weil sie nicht hätten fliehen. Also wenn die Fluchtmöglichkeiten alle da gewesen wären, dass alles vernünftig nach Plan organisiert durchgelaufen wäre und nicht der Captain als erster runtergesprungen wäre, dann wären da bestimmt auch mehr Menschen glimpflich rausgekommen. Also 32 Leute sind gestorben und das Schiff hat eine Besatzung von 1100 und Passagiere von 3780. Diese ganzen also sind nicht alle draufgegangen. Ich fliege sehr gerne. Ich fliege eigentlich auch sehr gerne. Ich finde das sogar ganz cool. Ich finde das sogar ganz geil, wenn der so ein bisschen an Höhe verliert und dann wieder hochgeht. Wenn Brams Lieblingssituation. Auf jeden Fall meine absolute Lieblingssituation. Wenn dieses Achterbahngefühl kommt, weißt du, dass du mal kurz runter und wieder hochgehst. Finde ich total geil. Wenn die G-Kräfte wirken. Genau. Das haben wir zum Beispiel bei uns, da wo ich wohne, da haben die vor ein paar Jahren haben die eine neue Verbindungsstrecke gebaut nach Düsseldorf rein. Die B8N heißt das ganze Ding. Und da mussten die so eine riesen Kreuzung dahinsetzen und ich weiß immer noch nicht, wer sich das so konstruktionsmäßig hat einfallen lassen. Aber da ist so ein Hügel, wenn du den angefahren kommst, geht's mega krass runter und dann sofort wieder ein kleines Stückchen hoch. Anstatt da einfach so eine Steigung zu machen, nein, haben die so ein mega steiles Stück gemacht, wo du halt runterfährst mit 80. Im Moment da 60, ich fahre da mal 80. wo du halt so mega krass runter und dann wieder hochfährst. Und da ist genau dieses gleiche Gefühl und ich gebe da mal so ein bisschen extra Gas, weißt du? Und dann so Arme hoch, hui! Ja, ich mag das gerne. Kann ich verstehen. Ich mag das auch gerne. Witzigerweise finde ich beispielsweise Schifffahrt unangenehmer als Fliegen. Also wenn du jetzt wirklich also das Meer macht mir mehr Angst als die Lüfte, sagen wir mal so. Das ist auch kompletter Wahnsinn einfach nur. Aber so ist das halt. Das Gefühl, unter Wasser zu sein, gefällt mir auch nicht besonders. Also sowas wie Tauchen wäre nicht mein Ding. Ja, wird der Fels zerstört, ne? langsam aber sicher, genau. Der Fels wird ausgehöhlt. Das ist eine unangenehme Idee. Das auf jeden scheiße Fall. Schwimmt. Ertrinken ist wahrscheinlich auch einer der behindertsten Tode, die ich mir so vorstellen kann. Was? Ja, und was ist mit Verbrennen? Und gefressen werden? Boah. Weiß ich nicht, aber im Gegensatz zu einem Flugzeugabsturz ist mir das, glaube ich, lieber, weil da macht's einmal Peng. Ja, ich finde den Tod immer besser, wenn du schnell stirbst. Nicht, immer wenn besser. Du lange leiden musst. Nee, lange leiden finde ich eigentlich cool. Ja. Du bist ja auch so sadomasochistisch angelegt. Aber ertrinken ist, glaube ich, der Tod an sich geht dann, glaube ich, vergleichsweise zügig, oder? Nur das. Halt nur nee, das kommt Minute, dir doch wie eine Ewigkeit eine vor, bis du da mal tot bist. Ich glaube, das Schlimme ist, dass bis dahin, bis du zu dem Moment kommst, wo du schlucken musst, einatmen musst quasi. Das ist. Das ja, ist Peter, das kennst du. Das ist, glaube ich, schlimmer als dann tatsächlich, wenn du das Wasser geschluckt hast, also eingeatmet hast. Das Wissen, okay, du musst jetzt gleich einatmen, du kannst es nicht mehr länger aushalten. Ich glaube, das sind die schlimmsten Momente beim Ertrinken. Aber das ist nur vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das komplett anders. Ich bin noch nicht ertrunken, tatsächlich. Was ist denn mit Krankheit? Wenn du erstmal 5 Wochen da vor dich hinvegetierst oder so. Ja, keine Krebs Ahnung. Hast, dann hast du aber, Krebs dann hast und ein halbes Jahr im Krankenhaus liegst also und nur noch an den Geräten angeschlossen bist. Ich könnte das da echt schwierig scheiße entscheiden, so von wegen, ja, das ist nicht so schlimm wie das andere. Sterben ist halt immer Kacke. Sterben ist halt immer Kacke.
Ja, Sterben ist halt immer kacke. Ja, das stimmt, aber das klang halt lustig. Zumindest, also immer kacke ist natürlich auch Quatsch. Manchmal das Sterben. Gibt's halt. Oder ja. Hier früher sind die Leute dann immer erhängt worden. Das stelle ich mir auch nicht so geil vor. Ey, ich habe ja... Wenn der Genick direkt gebrochen wird, hast du ja, genug. Wenn nicht, dann erstickst du. Wie lange dauert das? 5 Minuten? Das ist nicht so angenehm. Ich habe 12 Years a Slave geguckt, ey. Das ist ganz schön unangenehm. Also wenn du da echt so Leuten zuguckst, die da am gehängt werden, das ist echt nicht schön. Und dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist, tatsächlich erhängt zu werden. Das ist ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen weniger schön. Aber bei unserem Gewicht wird wahrscheinlich jeder das Genick durchgehen. Oh, da hast du recht. Also oh, das ist gut. Müssen wir uns noch ein bisschen fetter anfressen. Das ist gut, weil man mal gehängt wird spontan. Oder ja, genau, das ist der einzige Grund, warum ich übergewichtig bin. Ja, weil man weiß ja nie, was passiert. Ja. Giftspritze und so weiter, da hat es doch auch schon voll oft so Vorfälle gegeben, wo die Leute dann irgendwie doch nicht tot waren und dann da irgendwie noch minutenlang irgendwie am Rumzappeln waren und keine Ahnung was alles. Die, also, ich habe letztens gehört, dass das mit der Giftspritze aktuell total problematisch wird, weil die brauchen da bestimmte Medizin für quasi für die Giftspritze. Und der Letzte, der die noch beliefert hat, also die amerikanische Regierung, hat jetzt auch gesagt so, nee, machen wir nicht mehr. Die können gar keine Leute mehr, also die haben dafür nicht mehr die nötigen Chemikalien aktuell. Die haben sogar schon vorher zu wenig gehabt. Die konnten schon weniger, weil die Europäer das ja nicht mehr schicken. Konnten sie schon weniger töten und jetzt halt dann wohl gar nicht mehr anscheinend. Nee. Müssen sie sich was Neues einfallen lassen oder so. Aber die Giftspritze ist ja, da hat es echt genug Vorteil, also Vorfälle gegeben, ja, Vorfälle wollte ich sagen, die voll in die Hose gegangen sind, wo du sich echt minutenlang hingezogen hat und so. Also die Leute war schon da in dem Stuhl saßen und dann minutenlang da abgezappelt sind und wo die Augen rausgequollen sind. Das war echt so. Und die Leute dann elendig am Leiden waren und wo dann nachher, oh nein, scheiße, jetzt müssen wir noch eine Spritze nachsetzen. Das wirkt gar nicht richtig. Der ist schon 10 Minuten am Krepieren. Der hört gar nicht mehr auf. Ja, ist halt. Verstehe gar nicht, dass die das nicht mit Narkosemitteln machen. Das macht man ja beim Tier auch so. Weiß ich auch nicht. Also ich weiß wahrscheinlich zu fair, oder? Wollen die nochmal bestrafen? Ja, wahrscheinlich wollen sie die nochmal bestrafen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, wo man den nicht auch direkt eine Kugel in den Kopf setzt. Weißt du, schnell, einfach, tot. Es gibt, glaube ich, noch theoretisch die Möglichkeit. Gibt es nicht eine Menge Leute, die schon eine Kugel in den Kopf überlebt haben? Ja, aber dann halt zwei, dreimal. Wenn dann außerdem Kugel im Kopf, wobei, ne, Moment, im Gegensatz. Ich möchte halt Chemikalien nur damit sagen, dass halt eine schnelle Art zu sterben für die arme Sau, die da sowieso ja schon ewig lang im Knast sitzt und ja sowieso zum Tode geweiht ist, dann musst du dem ja nicht jetzt auch noch quasi vorm Tod nochmal in die Fresse treten und sagen, so, und du zappelst jetzt noch 10 Minuten hier rum und leidest. Er hat seine Strafe dann doch eh bekommen. Guck mal, die Alternative wäre, nett der IS ist, Strafe zu haben, was eigentlich am besten wäre. Was denn? Nee, guck mal, wie nett der IS ist. Der schneidet dir einfach den Kopf ab. Dann kannst du nicht nochmal 10 Minuten danach abzappeln. Ja. Also, nur mal kurz zur Information. Ja, also Injektion ist, also die Giftspritze ist das meistgenutzte, was jetzt halt problematisch wird. Danach kommt, also das ist ja nicht das Einzige, was in Amerika zulässig ist. Was noch möglich ist, ist halt Elektrokution, also elektrischer Stuhl, Gaskammer ist noch zulässig, Hängen und Erschießen. Das sind alles noch Methoden, die in irgendwelchen Staaten in Amerika noch zulässig sind. Und manchmal wird Injektion vorgeschrieben, manchmal wird den zu Tode Verurteilten überlassen, was sie haben wollen. In verschiedenen Bundesstaaten in Amerika wird allerdings jetzt aufgrund der Knappheit der Medikamente für die Giftspritze die Injektion als primäre abgelöst und ersetzt. In Utah beispielsweise ist Erschießen das einzig Zulässige, während in Tennessee der elektrische Stuhl aktuell wieder die primäre Tötungsmethode ist. Das ist total bizarr zu lesen, dass in der heutigen Welt in Amerika Leute noch durch Hängen ermordet werden. Ja, weil also, das ist auch die Giftspritze. Hast du da mal irgendwo einen Wirkstoff, den du mir mal da rausgesuchen kannst? Tut mir leid, da muss ich jetzt kurz. Ist da irgendwo einer? Da würde mich mal interessieren, ob das kannst halt echt ist. Kannst du doch momentan nachgucken, weil doch gerade in den Nachrichten ist, dass der Zulieferer aufgehört hat, das Mittel zu senden. Das ist dann Nervengift, oder?
Anwendung, deshalb Schmerzhaftigkeit. Zuppeln und zappeln die doch die so krass rum. Wäre viel besser, wenn die einfach ein Lachgas nehmen würden, oder? Bis du erstickst. Willst dich totlachen. Nee, wenn du Zuhälter bist in Saudi-Arabien, gibt's da auch Todesstrafe. Ja, schön. Ich versuch das herauszufinden. Steinigung oder so. Guck mal hier, Hexerei in Saudi-Arabien. Das ist auch den Tod zu verurteilen. Hex, Hex, Bibi Blocksberg ist arm dran. Wenn er mein Blümchen auch. Der kann zaubern? Nee, aber das ist ein sprechender Elefant. Chef von David Copperfield würde nach Saudi-Arabien einmal einwandern. Ist ja auch direkt weg. Deswegen macht er seine Show in Las Vegas. Pentobarbital, kann das sein? Das ist eine Narkose. Hä, wieso wird das denn nicht mehr hergestellt? Das wird hergestellt, damit wird nur Amerika nicht mehr beliefert. Als ob die das nicht selber... Oder, nee, das ist schwierig, das darüber das Informationen zu bekommen. Also, Pentobarbital, Midazolam. Midazolam, das sind Narkosemittel. Offenbar werden da teilweise unterschiedliche Sachen ausprobiert, aktuell, als Ersatz. Ja, machen die auch. Aber keine hat halt diese Erfolgsquote, nenne ich es mal, dass sie halt relativ sicher sterben und halt nicht diese Anfälle haben und leiden. Und bei den anderen Mitteln leiden die halt häufig. Je nachdem, wer das ist und was für einen Körper du hast und wie du darauf reagierst, leiden halt viel mehr Leute unter den anderen Mitteln als unter diesem einen, was halt Europa nicht mehr herstellt. Nicht komisch. Also, ich kenn's halt von den Tieren, ja, da machst du eine Vornarkose, dass das Tier halt ganz normal einschläft, wie zu einer OP, und dann kriegst du halt dann eine Überdosis. Da kriegst du halt nichts mehr von mit, in der Regel. Also, wirklich in der Regel. Und nicht so, dass das häufig auffallen kann. Das sind ja halt nur... Du musst selber nochmal danach googeln bezüglich Wirkstoff oder so. Ja, aber Midazolam und Phenobarbital, das reicht mir ja schon. Das heißt, es ist halt nicht wirklich Gift, sondern es ist halt ein Narkosemittel. Das ist halt ein ganz normales, zugängliches Narkosemittel. Ja, aber warum weil auf Narkosemittel reagieren Leute auch anders? Und Bram hat das da auch, glaube ich. Ich habe das auch tatsächlich, ja. Dass du auf Narkose nicht gut reagierst? Nee, ich bin ja nur einmal in meinem Leben operiert worden bisher zu den Mandeln, aber als ich damals diese Vornarkose gekriegt habe, bin ich halt hyperaktiv geworden und musste dann halt irgendwie mit anderen Alternativmitteln runtergekriegt werden. Also ich bin halt voll aufgedreht, mein Puls nach oben und ich weiß das selbst nicht mehr, wie es halt nur erzählt worden. Ich bin dann wohl die ganze Zeit mit meinem Teddybären damals durch die Krankenhausgänge gerannt und hab's die ganze Zeit in die Luft geschmissen und hab geschaut, hui! Aber also ich bin da nicht so ganz von runtergekommen von dem Zeug. Ja, Brams frühe Schädigung. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist schon 20 Jahre her. Wa? Ich meine, seitdem hat sich in der Medizin auch ein bisschen was getan. Ja. Okay, pass auf. In der Regel soll es so ablaufen. Erst soll schnelle Bewusstlosigkeit durch Lähmung der Atemmuskulatur erscheinen. Danach Depolarisation des Herzmuskels. Für die narkotisierende Wirkung wird in der Regel Thiopental eingesetzt. Und für als herzlähmendes Mittel, ich kann das nicht vorlesen, Pancuroniumbromid, Succametoniumchlorid, Tubocurarinchlorid oder das sind alles eventuelle Sachen. Als letztere, also das hört sich tatsächlich schon eher nach Gift an. Tubocurarin. Es gibt tatsächlich keine offizielle Sache, wie das gemischt wird alles. Die können sich da, also der wird da halt mal so gemacht, wie sie gerade Bock drauf haben, wenn ich das gerade richtig lese. Von Curare? Ja, müsste. Von Beraten? Müsste hier dieses Pfeilgift sein. Oder ein Derivat davon. Ist ja abgefahren, das hatte ich damals in meiner Bio-Abschlussklausur. Ja. Aber wie gesagt, ich verstehe jetzt nicht, wo das so unfassbar schwer sein sollte, das zu besorgen. Aber da bin ich halt, stehe ich auch gerade nicht hinter. Ich finde es total faszinierend, dass gerade Amerika nicht schafft, Leute umzubringen. Ja, die kriegen das schon hin, wenn die wollen, keine Sorge. Also wie gesagt, hängen geht immer noch. Aber hier, pass auf, im Mai 2016 gab der Pharmakonzern Pfizer als letzte von 25 Pharmafirmen, dessen Substanzen in den USA... Pfizer, nicht Pfizer, die filzen nicht.
Pfizer, sorry. Als letzter von 25 Pharmafirmen, deren Substanzen in den USA als Gift für die Todesstrafe verwendet werden, bekannt, den Verkauf zu diesem Zweck einzustellen. Okay, für was wird denn das sonst heißt, noch? Das heißt, für was wird das sonst noch verbraucht? Ja, dann wird das Wenn das Narkosemittel ist, dann muss das ja nicht immer tödlich sein auch. Also. Na gut, du kannst halt nur überdosieren, ne? Ja, genau. Also kann ja auch wie gesagt, sein, wie Jacko das halt auch gemacht hat mit seinem ist das hier nochmal das Gelb, was war nochmal das Weiße? Scheiße. Ja, nö. Hab ich schon wieder vergessen, wie tief. Ist eigentlich das Töten, pass auf, die Gefängnisse in Amerika sind ja nicht staatlich, sondern privatisiert. Und da frage ich mich gerade, ob dann die Durchführung der Todesstrafe in der Hand der privatisierten Gefängnisse liegt. Weil das wäre ganz schön abgefuckter Shit. Weiß ich gar nicht. Propofol hieß das. Müsste genau. Ja aber eigentlich. Weil dann gibt es ein staatliches Gefängnis, was halt extra für Todesstrafen ist. Weiß ich nicht. Also, dass die Gefängnisse in Amerika auf jeden Fall viel mehr Macht haben, als das hier ist. Also, die einzelnen Sheriffs davor, das ist auf jeden Fall klar. Weil es gibt zum Beispiel in so einem kleinen Städtchen gibt es ein Gefängnis, das hat genau eine Gefangenenkapazität weniger, als dass es ein Bundesgefängnis werden würde. Und da stehen nur Zelte drin. Wow. Und die Gefangenen haben alle rosa Klamotten an, um die zu demütigen und so ein Scheiß. Wow. Okay. Menschenwürde wird großgeschrieben in den USA. Wird bestimmt unter Trump. Ja, der Sheriff, der muss ja gewählt werden und der wird auch immer wieder gewählt, weil die anderen Leute das gut finden. Also die Bewohner quasi. Genau, ja. Die also Bewohner. Hinrichtungen passieren offenbar nur in staatlichen Gefängnissen, wenn ich das richtig sehe. Das ist allerdings jetzt schnell ergoogelt und kann falsch sein. Ja. Oje. Ganz schön abgefuckter Shit, ehrlich gesagt. Ich finde das richtig sonderbar. Aber auch noch nicht. Aber wie sind wir denn darauf jetzt gekommen? Vom Flugzeugabsturz. Ist da mittlerweile eigentlich mal was safe bezüglich Gründe und so weiter und so fort? Flugzeug ist einfach weg? Nö. Wie, das ist weg, das haben die doch gefunden. Dachte ich jetzt auch ehrlich. Also die haben Trümmerteile gefunden, meine ich, oder? Und noch Gepäckstücke sollen aufgeteilt sein. Aufgetaucht sein. Aufgeteilt. Naja, wobei safe ist da noch nicht wirklich. Also was da jetzt genau. Oh mein Gott. Oh Gott. Was hast du denn jetzt? Ich bin gerade auf der Seite gewesen. Ja, wir kennen die Seite, ja. Beats.de. Die mit dem großen B. Beats.de. Ja, genau, das ist direkt. Brammens. Einer der Hauptpunkte. Internetstar schnappt sich Klumsiegerin und wer grinst mich da an? Sammy Slimani. Was? Der sich offenbar irgendein Topmodel geschnappt hat. Und das ist bildwürdig? Jawohl. Er ist Bild Plus, ich habe so keine Ahnung, wie es da weitergeht. Verdammt, erstmal Bild Plus kaufen. Wenn ihr auch Bild Plus haben wollt, nein, ist okay. ja, okay. Okay, cool. Dann haben wir Flugzeuge behandelt. Flugzeuge haben wir behandelt. Dann noch was später, bevor wir zu Doom kommen, ja? Weil ich ja, das mega krass fand. LOL. Habt ihr die Live-Geburt auf Facebook mitbekommen? Was? Nicht, okay. Da ist halt das erste Mal jetzt auf Facebook hat ein Vater halt die Geburt halt filmen wollen und die Frau wusste das halt nicht und hat es dann irgendwie aus Versehen ins Internet gestellt. What the fuck? Und hat es dann wieder livestreamt. Moment, was habe ich gesehen? 200.000 Leute haben es gesehen. What? Ach du Scheiße! Geil! Moment, wo ist denn Artikel nochmal? Hatte noch vor 5 Sekunden. Das ist aber eine harte Nummer, wenn 200.000 Leute dabei zugucken. Live-Geburt Facebook. Eine Geburt versehentlich live auf Facebook, ja. Ein Vater wird seiner Familie in der Südsee an der kommenden Geburt seines Sohnes teilhaben lassen und streamt das Ergebnis live, was er nicht gleich die Aufnahme konnte, jeder im Internet mit ansehen. Ja. Oh je. Fand ich halt schon mal krass. Mehr als 1000 Mal wurde der Film bereits auf Facebook angeschaut und von mehreren tausend geteilt. Ist das noch online? Zumindest, ja.
Also, wow. Also während ich das gesagt habe, sehe ich so hier Klick, um das volle Video zu sehen. Jo. Also, mittlerweile haben es 296.226 gesehen. Schick mal den Link, ich würde halt gerne mal die Kommentare lesen. Tierärztlich untersuchen. Ach, das ist schon, ja. Jetzt habe ich den Weltartikel, aber das ist egal. Also, das haben halt 100 Seiten. Bild hat darüber Berichte, Zeit, Berliner Kurier, alle möglichen Seiten. Ja, oh Gott. Direkt auf Facebook drauf? Ja, wenn du schon runterscrollst, hast du das Video. Da. Ja, ich guck mir das, ich verzichte. Jay, ich verzichte, du kannst uns auch. Ja davon erzählen. Ja. Ich klick da gerade durch. Oh, wobei, man sieht das immer nur von der Seite. Und man hört die halt Videos stöhnen. Kannst du doch bei YouTube auch gucken. Ja, also da gibt es halt viel. Es gibt irgendwelche spanischen Geburtenvideos, die lässt YouTube ja auch drauf. Und die halten volle Möhre drauf. Also da wird nicht volle Möhre draufgehalten beim Durchklicken, immer nur von der Seite. Ich glaube auch nicht, dass der volle Möhre draufhält, wenn er seiner Familie in am anderen Ende der Welt irgendwie die Geburt zeigen möchte. Dann zeigt er ja nicht von seiner Frau volle Möhre alles, wenn er seiner... Ne? Ich bin ganz ehrlich, was ist das überhaupt für eine Idee? Seine Frau, während die halt einen dicken Wupper durch ihre Muschi drückt, die sagt, kommt man jetzt schon lächeln. Das ist aber gar nicht so unüblich tatsächlich, dass also man sowas nicht, ne? filmt und sich dann irgendwann später nochmal guckt. Ich finde das auch irgendwie strange, ehrlich gesagt. Ich habe gerade einen kleinen Säuglingspimmel gesehen. Oh Gott. Es ist ein Junge. Oh, schön. Oh Gott. Johnny war schon immer ein Pedo. Das ist das Einzige, was Jay ich guckt, an Geschlechtsteilen da gesehen habe. Jay guckt, ob er den schon essen kann. Ob der schön wonneproppig ist und wie viel Steak da dran ist. Boah, der ist doch zumindest gut schon ein, der ist zumindest gerade gut eingeölt, wenn du den direkt braten willst. Den kannst du direkt auf den Grill schmeißen. Boah, das ist eklig. So ein Spanferkel für Jay. Also Peter, solche Themen sind doch viel interessanter als Doom, findest du nicht? Ja, ist okay. Boah, ihr baitet mich aber auch immer in irgendeinen Bullshit. Du musst das Video, ich will mir das angucken. Oh, ich hab einen kleinen Pimmel gesehen. Nein, voll da rein, Alter. Komm, ja, so eine so eine Stimmlage hatte ich nicht, Peter, ja? Ja, nicht ach, alles falsch rein. Der kleine Säuglingspimmel war keine große Sache. Wir können ihn ja mit Selbstbräuner einschmieren, dann wird er richtig schön kross und knusprig. Ich habe mir das Video immer noch nicht angeguckt, ich habe immer noch keine Ahnung, wenn ihr darüber redet. Ja, Selbstbräuner, weißt du, Bullshit und dann auch noch falsch geschrieben. Ja, fand ich auch strange mit B, ehrlich gesagt. Selbst heißt doch nicht B, also ist gewiss. Das musst du Bram fragen, Bram ist der PR-Chef. Ja, das war ganz schön wichtig, dass das so war, weil wir haben dazu kommuniziert in der Außendarstellung. B steht für beschissen, oder? Oder und da fehlt halt eigentlich das L. Warte, ich hab verkackt, ja, hab ich. Da fehlt halt L? Ja, für selbst. Weißt du, selbst, ne? Ah, ist egal. Ja, ich wusste ja nicht, wie das Ding entstanden ist. Ist das so entstanden? Von Selbstbräuner? Ja, genau so ist das halt entstanden. Von Selbstbräuner zu Selbstbräuner. Okay, verstehe. Ja, das ergibt ja da zumindest irgendwie Sinn, so halb, dass ich das nachvollziehen kann. Ich hab gerade einen Rülpser quersitzen, Moment. Lass ihn unten raus. Oh, okay. Wie soll das denn funktionieren? Ja, echt mal. Wie sollst du die Luft so schön mit deinem ganzen Darm pressen? Was? Ihr könnt das nicht? Kann nur ich das auf der Welt? Das will ich sehen, dass genau du das machst. Geht das. Sehen willst du das bestimmt nicht. Doch, ich möchte das sehen. Ja? Ich hab mir auch gerade die Geburt durchgeklickt. Ich will das sehen. Jay, dem ist eh alles egal. Das ist ein abgefuckter Motherfucker. Der hat seine Hand schon in einem dicken Kuharsch gehabt. Den schockt sowieso nichts mehr. Das ist absolut richtig. Ja, siehst du, den schockt eh nichts mehr. Ja, das ist absolut richtig. Das kann ich schon verstehen. Und auch schon in einem Pferdearsch. Ey, meine Schwester ist da auch so, also die war zwar noch nicht in einem Pferdearsch, aber die ist ja auch Schwester quasi beim Krankenhaus. Die kannst du auch mit nichts mehr die irgendwie. Hat auch schon alles gesehen, echt. Ja. Kommen da auch gerne mal so geile Geschichten, die man eigentlich beim Essen gar nicht hören will. Mich stört sowas auch halt überhaupt nicht, weil man halt mittlerweile so stört mich das auch nicht mehr. Also beim Essen stört kind mich das halt. Weißt du, wenn aber er halt da, als ich da mit meinen Tierarztfreunden immer zusammensaß, ja, dann hat das nicht lange gedauert, dann hast du entweder über Penisse oder über irgendeinen Fäkalhumor geredet. Also ja. Ihr seid, ja. Geil. Ja, Standard. So stellt man sich Tierärzte auch vor. Wobei ist das bei uns nicht genauso. Muss nicht lange warten. Irgendwann kommt entweder Penisse oder Fäkalhumor. Ja.
Nur, dass dann immer meistens kommt so und letztendlich sagen so, sagt er euch doch im tiefsten Inneren, ja, eigentlich war das ganz lustig, dass Jay gerade gesagt hat, ja, da ist der Säugling wenigstens schön eingeölt. Natürlich fanden wir das. Ich habe auch gelacht. Aber trotzdem auch im gleichen Ton kommt er halt wieder ein, so, das hat er jetzt nicht gesagt. damit muss er halt leben, wenn er sowas sagt. Boah, ist das ja, natürlich. Ach ja, lustig war's. Ey, Doom ist übrigens ein cooles Spiel. Ja? Das erste Level gezockt. Bislang. Danach habe ich Witcher gezockt. Wie ist es denn beim Singleplayer? Das Spiel ist cool. Ist es ein Horrorspiel oder eher ein Ballerspiel? Das ist ein Ballerspiel. Ein Ballerspiel. Okay. Ey, Christian, hast du eigentlich damals sowas wie Doom 1 oder so gespielt? Ja. Habe ich auch. Jay hat Doom 1 gespielt? Also klar. Eins habe ich nicht. Das war damals voll geil, ey. Das war für mich eher nur Horror. Hab ich nämlich immer Angst gehabt, als dann die Imps ankamen mit ihren Feuerbällen, ey. Da war ich aber auch dementsprechend alt, ne? Ja, okay. Als ich dann bei meinem Bruder gespielt habe. Okay, mein erstes Doom war Doom 3. Christian und Jay, ihr als Doom-Veteran, ja? Doom-Veteran. Da hast du auch noch die Waffe in der Mitte gehabt, ne? Und dann das Gesicht die ganze Zeit da und das immer so richtig verbissen war und immer dann mehr Blut kam, wenn du Schaden bekommen hast. Genau. Also Doom, das klassische witzig. Doom 1 und 2 ist halt echt ein Schnetzelgame eigentlich und hat nichts mit Horror oder Erschrecken oder so zu tun. Das war bei Doom 3 ja ein Ausreißer, was ich aber auch ganz cool fand. Gab's bei Doom 1 nicht so eine Stelle, wo das Licht ausgegangen ist und dann immer das so geblinkt hat und so weiter? Ja, also ich will jetzt nicht, aber ich fand's halt damals echt heftig für mich. Aber Doom 3 war ja schon eher auf wirklich Grusel, Horror und Erschrecken und so weiter ausgelegt. Und das fand ich halt ganz cool, aber ich habe auch schon den einen oder anderen gelesen, so von wegen, ja, irgendwie das neue Doom ist nicht Doom, weil irgendwie ich vermisse die Spannung und den Horror, wo ich mir so denke, so, Alter, was? Ich find's geil. Also wenn ich halt das mit Gehirn ausschalten und los geht es. Ja, richtig. Wenn ich das mit Doom 1 vergleiche, ja, da ist das halt auch so. Du bist da auch super schnell durch die Gänge gelaufen und hast da in der Regel einfach die auch abgeschossen, die Viecher, die Gegner. Ist halt natürlich nur nicht so geil animiert wie halt jetzt Doom, der neue Doom, logischerweise. Aber vom Prinzip her fand ich das halt schon eigentlich wie ein Doom. Und ich fand's halt auch ganz cool. Nur wie gesagt, ist halt mein Problem zurzeit, dass ich nur ein Spiel spielen kann. Das ist halt leider im Moment, oder was heißt leider? Was heißt denn leider? Witcher. Es ist halt Witcher, weil ich will meinen Charakter halt hochziehen auf Toussaint-Level. Auf Blood and Wine-Level. Hast du das erste DLC mittlerweile gezockt eigentlich? Geht nicht, weil du das erst ab Stufe 30 machen kannst. Ich bin ja Stufe 16. Ah, okay, verstehe. Aber auch so lappige 20 Minuten bislang, 20 Stunden da reingesetzt bislang. Ach, das heißt, du hast das Hauptspiel noch nie durchgespielt gehabt? Doch. Ach so, du hast ja den Charakter verloren. Du weißt schon, dass du für das erste DLC dir einfach okay. Aber das gefällt mir nicht, weil ich nicht beispielsweise was ich halt geil finde, ist Gwent. Ja. Und ich kann halt nicht vernünftig alle Gwent-Karten haben oder ich hab die halt nicht. Ich hab halt gar nichts. Ich hab keine einzige Rüstung von den Hexer-Rüstungen hier, von den Sets. Hast du nichts von. Und das gefällt mir halt einfach nicht. Das ist nicht so, dass Witcher wie mir Spaß macht. Ich will halt alles schön haben. Und deswegen spiele ich das halt neu, damit ich halt Gwent und die scheiß Sets hab. Wie ist denn das, Christian? Du hattest ja ein Spiel, einen Charakterstand quasi gefunden, um das erste DLC zu zocken. Sind das zufällig die Sachen, die Jay braucht? Was braucht ihr denn für Sachen? Also, nein, ich spiele jetzt weiter. Ich habe da jetzt selber Bock drauf. Ich hatte keinen Bock, sondern der Großteil der Safe Games sind halt diese 100% fertig, weißt du? Alle Nebenquests, alle Hauptquests, alle Gwent-Karten gesammelt und sowas wollte ich halt nicht haben. Ich wollte mich jetzt aber auch nicht nochmal 90 Stunden durch die durch das ganze Spiel da spielen. Deswegen habe ich irgendwo einen Safecam gefunden, der war halt gerade durch, ist irgendwie so Level 32 gewesen oder sowas. Hat von den Nebenquests nicht viele gemacht, hat halt die schwere Rüstung hat er sich gefarmt, mehr aber auch nicht. Genau, das kommt nämlich auch noch dazu, bei den anderen Safecams hast du auch alle Rüstungen, alles, weißt du. Das wollte ich halt nicht haben. Also ich habe mir jetzt wieder die
leichte Rüstung farmen müssen, plus die Materialien dazu. Und habe quasi noch alle Witcher-Aufträge, also irgendwie hier die, die Monster zu machen, dann viele Nebenquests und kann dann wie heißt das denn? Hearts of Stone? Ja. Damit habe ich jetzt angefangen, ja. Das ist zum Glück auch gut gekennzeichnet. Man sieht halt genau, was eine alte Mission ist und was eine neue Mission ist. Da steht halt ganz groß der Heart of Stone dran. Und ich denke mal, das wird bei Blood and Wine noch einfacher sein, weil es ja eine abgeriegelte Welt ist. Das Geile ist, dass du einfach eine blaue Markierung statt die gelbe. Genau. Ich find's geil, dass du das jetzt nochmal durchspielst. Jetzt demnächst mit Blood and Wine kommt auch ein Patch, der nochmal super viel verändert und besser macht. Vor allen Dingen, was sowas wie Menüführung und so angeht. Also, cool. Da kannst du dich schon mal drauf freuen. Das wird richtig geil. Ja, weil für mich hat Witcher 3 mittlerweile so ein gleiches Standing wie Gothic, ja. Ich spiele das halt nochmal durch und es macht mir halt immer noch Spaß. Das ist nicht so, ich kenne die Story, die kenne ich auch bei Gothic in- und auswendig, ja. Die kenne ich genauso gut auch bei Witcher 3 auswendig. Aber irgendwie halt doch mal so ein Rollenspiel durchspielen, das hat bislang nur Witcher, also habe ich ja noch nicht durchgespielt, aber das hat bislang nur Gothic geschafft und ich könnte mir gut vorstellen, dass es bislang Witcher 3 auch schaffen wird, dass ich das zweimal durchspiele, ein Rollenspiel. Und Mass Effect vielleicht auch? Mass Effect habe ich nicht zweimal durchgespielt. Okay. Doch, Mass Effect 1 habe ich zweimal durchgespielt, weil ich Mass Effect 1 gespielt habe, dann der Speicherstand, glaube ich, weg war oder sowas und ich dann halt einfach nochmal neu anfangen wollte, weil Mass Effect 2 da war. Ah, okay. Aber nicht, ich habe jetzt nicht nochmal Mass Effect 1 bis 3 gespielt. Ah, okay, ich habe auch nur Mass Effect 2 zweimal durchgespielt. Ja, und halt die Gothic-Teile, aber auch nur die ersten beiden. Mehrfach halt. Ja, das ist ein guter Punkt eigentlich. So habe ich das noch nie bedacht, irgendwie die Geilheit von Spielen zu messen. Wie viel Bock ich darauf habe, das tatsächlich noch mal komplett durchzuspielen. Das habe ich bei Witcher halt im Moment übelst. Ist aber eigentlich schon ein sehr guter Indikator, oder? Ja, ist schon ein guter Indikator. Da geht im Moment jede freie Minute bei mir rein. Oder in LOL. Aber LOL ist sehr untergeordnet im Moment. Ja, guck mal, das finde ich natürlich geil. Ja, schade, dass du nicht mit in Polen warst. Christian und ich waren ja mit in Polen. Und haben CD Projekt Red besucht. Das war sehr, sehr cool. Also, wir wurden extrem gut da aufgenommen. Wurden nett durchs Studio geführt, haben eine schöne Studioführung bekommen. Und durften Blood and Wine schon ein paar Stunden anspielen. Erstmal sind wir in Warschau Taxi gefahren und zwar eine gefühlte Dreiviertelstunde für 8 Euro oder so. Das ist in der Tat echt günstig da vor Ort. Aber falls ihr jemals in Polen seid, ja, oder in Warschau und ihr wollt da mit dem Taxi irgendwo hin, was wir empfehlen können, weil wie gesagt, das ist super günstig, und ihr kommt da bei dem Flughafen an und lauft dann quasi raus, habt euer Gepäck und so weiter und so fort. Und da kommen schon Leute auf euch zu, weißt du? Die fragen dann, you need Taxi? You need licensed cab? Und so eine Scheiße, ja? Nein, auf gar keinen Fall. Geht nach draußen. Da gibt es dann eine offizielle Reihe an offiziellen Taxen, wo auch so ein Einweiser steht, der dann sagt, hier, du gehst in das Taxi, weil die anderen verarschen einen. Dann hat uns nämlich der Fabian Mario Döhler bevor wir angereist sind, gesagt, dass wir nicht auf die Leute reagieren sollen, die uns da ansprechen. Und da sind tatsächlich Leute gewesen, die versucht haben, uns in ihre Taxen zu bekommen. Aber wir haben dann offizielles genommen, das war gut und günstig, ja. Und das war absolut in Ordnung. Da war in Ungarn damals auch bei mir so, dass du am Flughafen ankamst. Ja, das scheint offenbar Masche zu sein. Ja. Ja, finde ich nicht so geil, aber wenn man weiß, dann ist ja alles okay. Ich verstehe nicht, warum es da nicht irgendwie so Gesetze gegen gibt, weil das ist in Schweden beispielsweise auch so. Wenn du da in Stockholm ankommst, da hast du auch Fake-Taxen und gute Taxen. Ja. Aber, genau, Blood and Wine. Blood and Wine sieht, die haben nochmal ordentlich an der Optik geschraubt, tatsächlich. Also, das ist echt Shit, was die da noch rausgeholt haben. Wie gesagt, schon gesagt, für selbst Leute, die nicht Blood and Wine holen, gibt's immer noch einen Patch, der super viel verändert an Witcher 3. Echt nochmal viele positive Neuerungen, so wie du Bücher liest und so weiter und so fort. Das ist die ganze Menüführung, das ist jetzt alles viel besser. Und dann gibt's halt dieses große DLC noch, wo die echt nochmal eine so große Spielwelt
quasi gebastelt haben und wie die das gebastelt haben. Er leckt mich am Arsch. Wir wurden da unter anderem von Miles, das ist ein Level-Designer da vor Ort, der spricht auch Deutsch, wurden wir halt durch das Studio geführt und dann hat er uns noch ein bisschen bei sich, hat er uns ein bisschen den Editor quasi gezeigt, also das Programm, mit dem die die Welt erschaffen. Und hat so gezeigt, wie die das machen. Linksklick, halt, fertig. Es ist halt krasse, also es ist richtig krasse Kleinstarbeit. Also es ist halt das Hand auch, ne? Also das ist jetzt nicht, also es ist wie halt damals bei Gothic. Deswegen finde ich das praktisch, wie du das da so sagst. So jeder Baum selber gesetzt. Nicht so wie jetzt bei sowas wie Oblivion oder so den Bethesda-Spielen, so wo du halt wo Bäume halt durch ein Programm gesetzt werden in Wäldern, wo automatisch Zufallsabstände zwischen den Bäumen gesetzt werden und so. Also ich denke mal, so zwischendrin wird das schon der Fall sein. Also er setzt ja nicht jeden Baum einzeln, sondern er hat ja schon ein Tool gehabt, womit du so eine Baumgruppe machen kannst. Und dann, hat er? Natürlich, so hat er doch die Dinger gemacht. Nur dann hat er halt die Möglichkeit zu sagen, okay, den Baum will ich jetzt weghaben, den mache ich größer, den mache ich kleiner. Aber auch so mitten in der Landschaft werden die nicht jeden Baum einzeln gesetzt haben. Also bei Point of Interests auf jeden Fall. Ich denke mal, da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Gerade auch, weil dann gezeigt wurde mal, wie man den Blick des Spielers lenkt. Also der Gedankengang, der halt dahinter ist, ist halt echt krass. Wenn du beispielsweise irgendwie Schnellreise nutzt, dann ist die Kamera ja, sobald du mit dem Laden fertig bist, auf ein bestimmtes Objekt gerichtet. Und aus diesen Blickwinkeln kann man halt ganz gut arbeiten und da werden dann echt so Bildkompositionen berücksichtigt, was immens aufwendig ist. Aber wenn du halt irgendwo nirgendwo bist, wo einfach nur Wald ist, dann werde ich niemals glauben, dass da einfach jeder Baum einzeln gesetzt ist. Okay. Jetzt hast du Peters Glauben zerstört. Ja, in der Tat. Fand ich jetzt echt ein bisschen schade. Aber gut. Da ist die Welt auch, glaube ich, viel zu groß, oder? Weiß ich nicht. Also finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ja, es ist halt tatsächlich so, dass halt manchmal die Welt halt ein bisschen unbelebt ist von Witcher 3. Das ist halt so, weil es halt zu riesig ist. Aber die, wenn ich natürlich jetzt durch Novigrad laufe, ja, dann ist das natürlich alles richtig geil und richtig belebt. Aber wenn ich dann halt irgendwo in der Walachei von Velen da rumlaufe, ja, dann da ist halt manchmal halt auch nichts. Außer vielleicht mal ein Wolfsrudel. Peter, ich gebe dir schon recht, der Aufwand dahinter ist unfassbar krass. Ja. Also selbst so Sachen wie Ranken und so weiter, wo er sagte, so, das ist nicht einfach eine Textur, die da so rüber gemalt wird, sondern da wird jeder einzelne Ranke gesetzt, tatsächlich an Gebäuden oder alleine schon, aus welcher Richtung könnte der Spieler jetzt irgendwie diese Mühle hier sehen? Und dann überlegt man sich, okay, die Hauptquest führt einen hier lang und vielleicht kommt es noch von da und von da und von da aus muss das Bild dann halt stimmen. Und die Leute, die an sowas dann rumbasteln, sind ja dann auch absolute Perfektionisten. Also das ist schon heftig gewesen, wie viel Aufwand das ist. Ja, auch bei der Burg, wenn du da diese Pflanzenbehänge hast, das ist halt quasi so ein. Das sieht so geil aus auf den Trailer. Meinst du die Ranken, Peter? Ja, hast du recht. Ich meine die Ranken. Sieht so gut aus. Leider durften wir das nicht filmen, wie er uns das im Blood Editor gezeigt hat. Blood and Wine sah tatsächlich sehr gut aus. Wir wollen ja nicht die anderen Leute abgucken, wie gut man da halt diese Editor umbauen kann. Ja, ich weiß nicht, ob der Editor so viel besser ist als andere Editoren, ehrlich gesagt. Das Problem ist, dass uns das erst gesagt wurde, nachdem... Ja, keine Ahnung. Es ging eher darum, dass das Spiel nicht entmystifiziert werden soll. Genau. Aber das Problem ist, das hat man uns erst gesagt, nachdem wir das alles aufgenommen haben. Ich habe da irgendwie eine halbe Stunde das gefilmt, danach war der Akku leer und dann kam, ja, dürfte leider nicht zeigen. Ja, scheiße! Ja, genau, die haben auch diese Punkte gehabt, wo NPCs sich befinden und langlaufen können. Ja, wo die Aktionen ausführen. Alter! Holy shit, ey. Das Ding ist, die Karte von oben ist einfach nur komplett gepunktet gewesen und das war nicht mal wirklich weit rausgezoomt, ey. Und es wird dann halt alles von Hand platziert oder auch wie Höhlen erstellt werden, weißt du, so, dass jede Textur irgendwie da einzeln quasi angepinnt wird und, ah nee, hier passt das Licht noch nicht und also, da muss ein bisschen mit hin. Also das, ich find's halt krass, weißt du, dass er quasi, auch als ich jetzt gespielt habe,
wenn du in eine Höhle reingehst, weißt du, und da steht ein Stein rechts, ja, dann ist das nicht so, alles klar, die Höhle ist irgendwie generiert worden. Nein, der hat diesen fucking Stein, hat er da hingestellt, weißt du? Ja. Aber es ist krass. Halt, mir ist zumindest aufgefallen, dass du öfters schon die, manchmal sogar kopiert hast. Also, dass du mal ein gleiches Haus hast, beziehungsweise eine gleiche Höhle hast, meine ich, ist ja, ja, aber schon. Im Hauptspiel auf jeden Fall, aber die haben die komplette, wie Höhlen strukturiert sind und so, weil die ist mir tatsächlich im Hauptspiel auch aufgefallen, dass da der eine Gang ziemlich ähnlich aussieht wie der andere Gang. Das ist im DLC halt anders. Also da funktionieren die Höhlen anders. Ja, hier, der Fabian hatte ja gesagt, ja, die haben da viel gelernt und wollen das halt vernünftig machen. Fand tatsächlich, ja. Der hat uns ja quasi in dem Editor einmal das DLC, sagen wir mal, also das Addon voll oben quasi gezeigt. Also so, als wenn du jetzt halt einmal rüberfliegst. Ich fand unfassbar krass, wie groß das war. Also für ein DLC war das schon lange, wie der geflogen ist. Und der war nicht gerade langsam. Ja, für ein DLC ist das absolut echt eine Menge gewesen, ja. Ohne da jetzt aber ich glaube, das kostet auch wollen, ich glaube, das kostet auch 17 Euro. Was heißt, das kostet auch 17 Euro? Also die 17 Euro sind auf jeden Fall wert. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so ein 5-Euro-DLC oder so. Eigentlich 17 Euro. Moment, kostet das wirklich nur 17 Euro? Ich denke gerade darüber nach, dass 5 fucking Multiplayer-Maps bei COD 17 Euro kosten. Das kann doch gar nicht sein. Ja, da haben wir doch auch schon drüber geredet. Solche Vergleiche darfst du gar nicht machen. Ja, das stimmt. Ja, 17 weil da habe ich auch nachgefragt, weißt du, was er denn so meint, wenn irgendwelche Gummelhersteller immer wieder das gleiche machen, da irgendwie Milliarden mit abscheffeln, weißt du, und dann sagt er auch so, ja, nee, da darfst du gar nicht drüber nachdenken, du bist halt stolz auf deine Arbeit. Weil das, was du machst, halt auch cool ist. Du darfst gar nicht anfangen, solche Vergleiche zu machen. Ja, stimmt. Also ich habe, glaube ich, wir haben 3 Stunden oder so gespielt, glaube ich. Ja. In der Zeit haben wir auch uns selbst teilweise gefunden. der Jay, die Pandoria, der Gronkh und ich haben für The Witcher 3 Blood and Wine ein paar Voice-Aufnahmen gemacht vor dürfen einiger darüber Zeit. Reden? Ja. Cool. Mittlerweile dürfen wir. Cool. Ja. Ich dachte, es da kommt neu. Jetzt noch was, Jay. Ja. Ich dachte jetzt gerade auch kurz, dass von Jay was kommt. Ich dachte, cool. Ja, was soll ich dazu sagen? Erzähl also weiter erstmal. Wir haben bei den Aufnahmen. Erzähl erstmal weiter, Peter. Peter ja, wir haben uns halt fertig. Gefunden und also es wird mindestens Sonntag ein Video geben. Das dürfen wir sogar vor dem eigentlichen NDA veröffentlichen, das am Montag ist. Wo ein kleines Special-Video quasi, wo man eine Rolle von Jay sieht, eine Rolle von Pandoria und eine Rolle von mir. Die habe ich nämlich gefunden. Wir hatten mehrere NPCs quasi vertont. Das sind nur kleine, random NPCs, aber die haben wir gefunden. Erik hast du also nicht gefunden, der ist in seiner Höhle geblieben, oder wie? Erik ist Lustknabe, aber Erik habe ich leider im Puff nicht gefunden. Also Erik ist unter anderem Lustknabe, habe ich ja, nicht gefunden. Wie leider. Im echten Leben. Jay war in dem Fall der Bettler, ich war ein Betrunkener und Pandoria eine Hure. Guck mal, wie im echten Leben alles. Passt doch nicht vor uns aufs Auge. Ja, ich weiß doch genau, wie beim Vertrieb Peter gesagt hat, ich will eine Hure sein. Aber dann haben sie alle gesagt, nee, Pandoria ist Frau und die macht dann mal lieber halt doch die Vertonung der Hure. Ne, Peter? Ja, aber Erik ist auch Hure geworden. Als Lustknabe. Als Lustknabe geworden. Ja. Der Lustknabe ist aber dann ist als Hure. Ja, genau. Das ist eine männliche Hure. Heißt nicht Hure, es gibt ja nicht Hure als männlicher Begriff. Doch, männliche Hure. Ja, aber dann heißt es nicht Hure. Hure alleine ist weiblich. Hura. Hurus. Hurus. Und Montag kommt dann ungefähr ein halbstündiges Gameplay-Video. Ja, ich darf das nicht vergessen. Ein halbstündiges Gameplay-Video, was wir da vor Ort aufgenommen haben, über eine Sidequest. Also da wird nichts Großartiges gespoilert, aber eine sehr, sehr witzige Sidequest. Und dann... Ich habe gerade hier, weil du sagtest, der hat eine männliche Nutte ja quasi gespielt, der Gronkh, ne? Ja. Und Johnny sagte, hier männliche Huren gibt's ja gar nicht. Deswegen habe ich gerade mal kurz nach Synonymen gegoogelt. Da gibt's dann zum Beispiel so Sachen wie He-Bitch oder Abflussreiniger, Sammlungsdienstleister. Das ist die mit wohl. Guck mal, Jay, die mit wohl. Ja, das sind aber andere Namen.
Mir schon klar, dass es Lustboys gibt und Lustknaben und so weiter, aber nicht Hure. Lustboys, Junge. Weißt du, Ärztin kann ja auch nicht männlich sein. Männliche, nee, das heißt dann Arzt, das stimmt. Nee, das richtig, heißt und es gibt keinen männlichen Begriff für Hure. Ach Gott, ja, whatever! Ja, wenn du mir was anderes, ich bin nicht des Deutschen so gut mächtig, weil ich nur einen Grundkurs hatte. Peter, wenn du mir einen Leistungskurs vielleicht verbessert nennen kannst, mit deinem Leistungskurs, wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Das ist der männliche Begriff für Hure. Ja, ist okay. Immer für Hure. Ach so. So. War sexy. Wir sind dann abends noch essen gegangen, das war ganz geil. Erstmal, oh mein Gott, das Schlimmste an dem ganzen Tag war, wir sind da angekommen und wurden nett freundlich begrüßt und so, ey, lass erstmal was essen hier in der Kantine. Aber gib leider nur vegetarisches Essen. Und ich so, guter Witz. Ja, gib wirklich nur vegetarisches Essen. Ja, geiler Witz. Nee, gib wirklich nur vegetarisches Essen, wird's mich verarschen. Es gibt tatsächlich nur vegetarisches Essen bei CD Projekt Red in der Kantine. Weil die Chefs Vegetarier sind. Ja, wie gesagt, Peter war so jetzt sauer. Jetzt dramatische Musik direkt, einspielen. Peter war so sauer, da hat er direkt sein und mein Getränk umgeworfen. Ich hab's nicht umgeworfen, ja. Geschmack ist einfach voll so, die der ganze, gerade mal durch. Der ganze Tisch war voll mit Saft, weißt du, und dann ist er nicht mal weggewischt worden, weißt du. Wow, Peter. Ja, ist niemand gekommen, der das weggewischt hat. Achso, kannst du auch nicht selber machen, wenn du so macht man das wieder. Ja, wollte ich, aber dann hat Fabian gesagt, nee, das macht ja schon jemand. Ist kein Witz. Aber dafür war das vegetarische Essen ganz schön lecker. Ja, das war auch so fake vegetarisch, weil Fische töten und fressen geht offensichtlich. Ich hatte diese komischen Bällchen da, Gemüsebällchen, Boden? Wie das war, mit Kartoffelpüree, das war eigentlich ganz gut. Ja. Okay, das fand's auch richtig geil. Der war richtig begeistert. Alles war aber noch schön weg, das war ganz geil. Da haben wir so eine kalte Vorspeiseplatte gesnackt mit so einer hausgemachten Kalbsleberpastete, das war sexy. Und da konnte man vor allen Dingen sein Bier selber zapfen, mit so aufgeladenen Prepaid-Karten. Da waren so 8 Zapfhähne, darüber so kleine Schlitze und dann kannst du vorher so eine Goldkarte aufladen und dann konntest du mit deinen Slotties da, konntest du die Karte da einfach in den Schlitz stecken und dann konntest du dir Bier zapfen und dann wurde dann auf so einer Digitalanzeige über dir, wurde dann millilitermäßig abgerechnet, sodass du, egal wie voll du dein Glas machst, du sparst nichts oder so, also du kannst das ganz easy machen und dann kannst du dir, wird das auch quasi von deiner Karte abgezogen und dann kannst du das Pillen und dann kannst du da wieder. Das finde ich voll geil. Ich war natürlich der Erste, der seine Karte da drin vergessen hat. Ja. Du warst auch der Erste, aber nicht der Einzige an dem Abend. Ja, das stimmt. Immerhin. Kam der Kellner, ja. Von wem ist die Karte so? Vor allen Dingen alle so, nö, von mir nicht. Ich so auch so, nee, ist doch nicht meine. Ja. Ja, meine. So, und ich hab nicht gemerkt, dass das Bier, was ich am liebsten getrunken hat, das Bier war mit 12%. Ja, ich hab am Anfang extra so ein kleines Glas genommen, weil es gibt halt 8 Biersorten, die wollte ich halt austesten. Christian hat direkt so ein Riesenglas genommen und dann direkt voll bis zum Rand mit dem 12,5% Bier. Aber ich hab die auch probiert, zwar nicht alle, weil bei dem einen hast du gesagt, das schmeckt nicht, deswegen hab ich nicht getrunken. Nee, das ist auch nicht so gut gewesen. Aber das hab ich auch probiert. Aber ich hab auch ein kleineres Glas gewechselt tatsächlich, weil die Idee von Peter mir klüger vorkommt. Das war ein schöner Abend. Also, wir haben da noch jemanden kennengelernt, der Philipp von CD Projekt Red, der ist Quest-Designer. Die haben viel über ihre Arbeit erzählt, wie das so alles überhaupt funktioniert und so. Wenn du beispielsweise Level-Designer hörst, dann denkst du so, was macht der eigentlich so? Aber man muss sich das halt so vorstellen, dass Miles dann so in der Theorie erstmal auch so ist. Wenn er jetzt so beispielsweise sagt, okay, wir haben ja einen Punkt, hier muss eine Burg hin. Und dann überlegt er sich halt, wie die Burg aussehen kann und in Zusammenarbeit mit den Questdesignern, was bei der Burg überhaupt passiert, wie viele Türme man dann haben muss, wie groß hoch die Türme sein können, wo Geralt entlanglaufen muss, wo der hochspringen kann, wo nicht. Wieder, also erstmal alles so in der Theorie. Und dann muss das gemalt werden, damit da so ein Feeling für kommt. Und dann werden quasi so Modelle angefertigt. Also Miles sagt dann, okay, hier brauchen wir beispielsweise Ranken und hier brauchen wir einen Stuhl und so weiter und so fort. Und dann gibt er das alles weiter an so Modellierer und dann basteln die da 3D-Objekte draus und dann gibt es halt noch die Texturleute, die da Texturen für malen und dann wird das alles zusammengeplatscht und dann kommt das in den Editor und dann kann Miles das platzieren, wie er will. Und dann passt das nachher im Endeffekt. Und Quest-Designer sieht dann natürlich wieder komplett anders aus.
Questdesigner ist auch nicht gleich Writer, aber Questdesigner hat beispielsweise die Ideen und überlegt sich dann auch so, okay, das ist so, so könnte das ungefähr anfangen und dann gibt es die unterschiedlichen Wege mit den unterschiedlichen NPCs und so geht das dann zum Schluss zum Ende und dann gibt es auch die Belohnung dafür, weil das passt dann ungefähr vom Balancing ins Spiel und dann gibt er das an Writer weiter, und die Writer formulieren das dann noch ein bisschen besser aus, damit das dann auch so textmäßig im Spiel vorkommen kann und so weiter und so fort. Jetzt so eine 5-Minuten-Arbeit. Ja. Wenn du mich fragst, also keine Ahnung, warum die dafür denn da so rum, dass das so lange alles dauert oder so. Das könnte auch jährlich bringen, Witcher. Mal in der Qualität. Arbeiten. Ja, echt mal. Verstehe ich. Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht nachvollziehen. Sind alles faule Säcke da, glaube ich. Hätte aber am liebsten noch ein bisschen weiter mit den Figuren da rumgespielt, die da stehen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Johnny, doch, du weißt, wie die heißen. Die haben wir in Basel damals gesehen. Gummipuppe. Ja. Was? Nein, die du auch kaufen wolltest. Pop! Pop? Meinst du Pop? P-O-P? Meinst du sowas? Ja, warte, ich guck gerade. Ja, genau. Ja, ja, so sind die. Die Pop-Figuren, die hatten quasi alle. Also alle aus dem Videospielbereich. Und das fand ich sehr geil. Also irgendwie so die Warcraft-Dinger hätte ich gerne irgendwie gehabt. Oder die Alien-Dinger oder den Predator fand ich auch ziemlich cool. Gab's auch Geralt? Den Vault Boy, ja, natürlich gab's Geralt. Wen gab's noch von Witcher? Nur Geralt. Oh. Frag mich, wie die denn so cool Brüste dargestellt hätten vom Pop. Wie ist denn das? Ich kannte das überhaupt nicht, dieses Pop-Figuren-Ding. Das kannte ich auch erst seit der Fantasy Basel tatsächlich. Da gibt's tatsächlich alles von. Also egal ob Marvel oder irgendwie Pokémon gibt's, glaube ich, auch. Das stimmt, die haben so irgendwie alles. Also diese Pop-Figuren. Aber die sind nicht günstig, glaube ich. Nee. Du musst ja erstmal die Rechte kaufen, dass du so ein Ding basteln darfst. Die Lizenz ja, ist nicht gerade günstig. Noch nicht so billig. Holy shit, ey. Okay, das sind eigentlich einfach nur so Figurengesundheit, die man sich irgendwo hinstellt. Ja, das ist einfach nur für die hübsch sein. Wie dein ja, Lego. Niedlich so wie sind sie, ja. Kann ich schon verstehen. Hier kannst du. Ja, super. Auf eBay kannst du so Sets kaufen. Oder? Ach so, zum Aussuchen. Lol, das ist für eine Figur der Preis? Ja, fuck off, Alter. Also auf der Gamescom habe ich die Dinger dann auch gesehen letztes Jahr tatsächlich, weil sie mir da dann halt ins Auge gefallen sind, weil ich sie halt dann schon in der Fantasy Basel gesehen habe, also auf der Fantasy Basel. Die kosten so zwischen 10 und 20 Euro, wenn ich das richtig sehe. Billig sind die definitiv nicht. Alles klar. Muss man halt sammeln. Und sammeln ist halt nicht billig, ne? Ja, das stimmt. Je nachdem, was du sammelst. Keine Ahnung. Es gibt bestimmt Sachen, die teurer sind zum Sammeln. So Müll oder sowas Autos. Sammeln ist halt billiger. Oder Autos ist auch ein Autos teurer. Sammeln ist teurer. Keine Ahnung. Ja, kommt drauf an, wenn es immer so Kias und Fiat sind. So Matchbox-Autos? Ja, selbst die, wobei, die sind, glaube ich, noch ein bisschen günstiger. Was kosten eigentlich mittlerweile Matchbox-Autos? Am geilsten fand ich immer die Matchbox-Autos, die, wo du draufgedrückt hast, dann ging die Sirene an. Matchbox, gibt es das überhaupt noch? Ja, bestimmt. Ja, klar. Was weiß ich? Guck mal, hier gibt's so Geschenksets. 16 Euro, da sind irgendwie ein paar drin. So gar nicht so verkehrt. Paar drin? Ich hatte mal einen Transformer, glaube ich, von Matchbox. Die hatten mal da die Lizenz zu. Du hattest mal einen Transformer. Moment, die waren doch von Hasbro. Oder war das kein Hasbro? War das nicht Matchbox? Auf jeden Fall so ein kleines Auto von der Größe von Matchbox. Die haben sich dann in so Roboter verwandelt. Ja, genau. Die gab's halt auch in klein irgendwann mal. Ja, genau. Ich dachte, das wäre von denen. Ja, die sind halt alle ähnlich. Vom Auto sein. Hasbro sind oder von Matchbox. Ja, aber, okay. Aber die Figuren Freunde. Waren cool. Und also CD Projekt war echt nice. Vor allen Dingen solche Entwicklerstudios sind ja vom Büro an sich immer ziemlich cool. Weil die da immer so viel Gimmicks rumliegen haben und Merch-Kram und was weiß ich nicht alles. Und die Bilder an der Wand, die da immer alle hängen, diese Arts, diese, nicht nur die Concept-Arts, sondern dann auch, ja genau, die dann irgendwie zu Leinwänden machen und, oh, das sieht immer so unfassbar gut aus. Hättest du mal eins mitnehmen müssen, ey. Fand das sehr interessant, dieses Bild, wo die Stimmungen geplant haben und die quasi aus Filmen Screenshots genommen, die dann für zum Beispiel bei Witcher 3 die unterschiedlichen Gebiete wieder die Lichtstimmung ist und die Farbstimmung.
weißt du, hier Skellige und so weiter ist eher hell, irgendwie so bläulich und hell und das war schon alles sehr geil. Ich mag also, so Artworks fände ich ja auch richtig sexy, mal sowas ins Zimmer zu hängen. Beziehungsweise sowas halt als Poster groß zu machen oder sowas oder als Bild. Wir haben bei der Studioführung auch die Kamera laufen lassen. Also da wird es auf jeden Fall auch noch was geben. Ja, da durfte man natürlich nicht alles zeigen, weil die Nutten und das Koks, ne, ist natürlich nicht so schön, wenn man das richtig aufhört. Davon gab es eine ganze Menge. Wahrscheinlich wurde auch gerade parallel an Witcher 4 gearbeitet, ne? 5 schon. Ach, 5, okay, alles klar, cool. Nee, Witcher ist doch, Witcher 3 ist doch. Ja, ich weiß. Gerade Quatsch erzählen. Witcher 3, also Witcher ist wahrscheinlich genauso abgeschlossen wie jedes Mal irgendwie Star Wars oder so. Ja, Geralt ist abgeschlossen, hat Fabian gesagt. Ja, nix von Ciri oder wem auch immer erzählt. Geralt ist abgeschlossen, ja. Geralt ist abgeschlossen. Die haben erst nochmal genug mit Cyberpunk zu tun, glaube ich. Bevor die da irgendwas anderes machen. Was soll das Schau eigentlich für eine Art von Spiel werden? Ja, Rollenspiel so auch? Also auch Rollenspiel, ja. Ja? Meine ich. Bin gespannt. Wenn sie da ähnlich verliebt rangehen, könnte das was werden. Ja, das glaube ich allerdings auch. Kommt denn eigentlich, wenn wir jetzt Mai, was kommt denn eigentlich so als nächstes raus? Overwatch? Denn, Overwatch genau, nächste Woche. Bevor wir halt Hype. Vor diesem Sommerloch stehen, muss ja noch mal ein bisschen was released werden. Auf Overwatch freue ich mich wie Hulle. Muss noch ein bisschen was released werden. Wir haben jetzt gerade beispielsweise Doom bekommen und bekommen jetzt noch das Witcher DLC. Ja. Und haben Uncharted 4 bekommen. Also das ist schon so ein kleiner vorweihnachtlicher Frühling. Deswegen sage ich ja, vor dem Sommerloch ist ja immer ein vorweihnachtlicher immer Frühling. Wir haben Frühling gerade und es ist vorweihnachtlich quasi, weil es halt schon viele geile Blockbuster rauskommen. Vorweihnachtlich, weil es Geschenke gibt quasi. Vorweihnachtlich, weil vorweihnachtlich immer die meisten guten Spiele rauskommen oder Blockbuster-Titel rauskommen. Und Homefront hier, guck mal. Wisst ihr eigentlich, dass das etwas sehr Seltenes passiert ist? Und zwar ist Overwatch ja vorverlegt worden, wa? Nein, wusste ich Overwatch nicht. Overwatch war mal angedacht für geplant? Eigentlich war das mal für den 21. Juni vorgedacht. Zumindest steht das bei uns so in der Liste. Okay. Echt krass. Hab ich auch noch nicht erlebt. Bin gespannt. Ja, im Juni kommt noch No Man's Sky. Da bin ich ja sehr gespannt drauf, ob das so ein Flop-Game, was langweilig ist, wird oder ob das geil wird. Im Juli kommt auch noch Mirror's Edge. Das stimmt. Da freust du dich ja drauf. Das ist bestimmt noch richtig geil, die 3 Stunden, die du dann durchspielst. Nein, ich hoffe, da wird mehr gezogen. Wie wär's mit Fuck Off? Die 3 Stunden waren geil. Die 3 Stunden waren wirklich geil, aber es war halt echt kurz. Hey, Mirror's Edge war doch schneller als 3 Stunden, Alter. Was? Auf jeden Fall. Der erste Teil war doch länger als 3 Stunden. Ich bin halt ein paar Mal kaputt gegangen. Das ist ja mal leuchten. Dieses Jahr gab es ja auch schon Enttäuschungen, wenn sehe ich hier gerade so. Star Fox Zero hat ja echt irgendwie. Ach, ist er draußen? Ja, schon lange, oder? Ah, okay. Ja, gar nichts. Also, das Star Fox Game ist doch. Das haben wir auch noch nicht mitbekommen. Aber juckt mich Star Fox so Zero, ist schon lange draußen. 69 Metacrit. Ja. Ja, das ist wow. Nicht gut gewesen, glaube ich. Dann hast du hier so ein Review von Cheat Code Central, ja, die dem Spiel eine 96 geben. Das ist also quasi besser, zumindest von der Wertung, als ein Witcher. Ja, safe. Vielleicht auf einer 1000er Skala oder so. Voll geil eigentlich, weißt du, musst du für so Trash-Titel musst du einfach immer so eine 1000er-Skala haben. Sagst du einfach, kriegst du 96, gibst du dir. Freuen sich von 1000. Nee, das darfst du natürlich nicht sagen. Nee, du kannst Mann, ey. Sepp hat sich schon verstanden. Sagen. Ja, Promille checken die ja auch nicht, weil die sind alle dumm, die Leute. Nee, die sind ja alle dumm. Stimmt. Ja, alles klar. Es wird Zeit für Sepp können wir damit überzeugen. Freunde. Wir sind dann gleich wieder da mit E-Mails. Bleibt dran, bis gleich. Bis gleich, muss Hammer. Hi, ich bin Anna. Hi Anna, ich bin Christian Grey. Hättest du Bock, dich von mir stalken und sexuell erniedrigen zu lassen? Ja, aber nur, wenn du danach richtige Gefühle für mich entwickelst. Deal. Ende!
War euch diese Zusammenfassung von 50 Shades of Grey nicht professionell und sexy genug? Dann geht auf audibletrial.com/speedcast und meldet euch für einen kostenlosen Probemonat an. Dann könnt ihr euch das richtige Hörbuch von 50 Shades of Grey besorgen und mit offenen Schenkeln die erotische Stimme der Sprecherin genießen. Wenn ihr euch über audibletrial.com/speedcast anmeldet, bekommt ihr ein Hörbuch komplett umsonst und könnt auf all euren Geräten gespannt lauschen. Und das Beste ist, dass ihr den Probemonat ohne Probleme mit ein paar Klicks kündigen könnt, wenn es euch nicht gefällt. Ich habe es selbst ausprobiert. Also meldet euch unter audibletrial.com/peatcast an und unterstützt den Peatcast. Wir sind zurück beim Peatcast und wir machen weiter mit E-Mails. Vorher muss ich noch was sagen. Moment. Okay, hau raus. Ich wollte dem Matthias nochmal Danke sagen. Muss ich ja noch. Nee, Moment, muss ich gar nicht machen. Blödsinn. Will ich machen. Ich war gestern Abend bei dem, wir haben in einem Tauschgeschäft heute mir das World of Warcraft Brettspiel überlassen. Oh. Vielen Dank. Sehr schön. Okay. Wenn ihr uns E-Mails schreiben wollt, peatcast@peatsmeet.de. Und dann kommen die bei mir an und dann lese ich die. Wie beispielsweise heute Morgen habe ich die gelesen, als ich darauf gewartet habe, dass meine Reifen gewechselt wurden. Hatte ich da wenigstens was zu tun. Das war sehr angenehm. Und die erste E-Mail kommt von Anonym. Die letzte Podcast-Aufnahme war ja am Freitag, den 13. Und ich weiß nicht warum, aber genau an diesem Tag passieren mir immer dumme Sachen. Letzte Woche Freitag habe ich zum Beispiel erst verschlafen, dann meine Englischhausaufgaben zu Hause vergessen und dann ist noch mein Schulrucksack kaputt gegangen, sodass ich ihn nicht mehr zumachen konnte. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie passiert so etwas immer nur am Freitag, den 13. Habt ihr eine Erklärung dafür und glaubt ihr an solche abergläubischen Dinge? Die Erklärung wäre, du achtest da einfach mehr drauf. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Wenn du weißt, okay, heute ist Freitag der 13., heute passieren mir immer dumme Sachen, dann bist du vom Prinzip schon so aufgeregt, dass dir nur noch dumme Sachen passieren können. Natürlich. Weißt du, wenn du dir sonst an einem anderen Tag einen Finger schneidest, dann regst du dich zwar auf, aber dann sagst du, oh gut, habe ich mir einen Finger geschnitten. Mensch, scheiße. Wenn dann am Freitag der 13. passiert, dann sagst du, boah, ich wusste, es ist heute irgendeine Scheiße passiert, weil Freitag der 13. ist. Das war wieder klar, dass mir das passieren muss heute, Mann. Genauso sagst du das. Ja. Kennt ihr, ne? Dann denkst du dir, fuck, ich bin am Arsch. Ab in die Kiste. Okay. Nächste E-Mail kommt von Fabian. Ihr redet immer von VR-Brillen, aber neulich las ich im Express von der wahren großen Neuerung der Gaming-Szene. Das Pisspad! Ich trainiere seit 2 Tagen und trinke täglich 2 Liter mehr Wasser. Ist das etwas, das ihr euch auch in eure Wohnung holen würdet oder sogar mal ein Let's Play machen würdet? Wer von euch würde auf dem Pisspad gewinnen? Also das ist die große Frage. Das ist voll geil, das. Achso, du musst erst erklären, was das ist. Ja, kannst du auch machen. Ja, das Pisspad ist so ein. Ist eine Kickstarter-Kampagne, die habe ich. Keine Ahnung, wann habe ich das? Vor ein paar Tagen oder so habe ich das mal auf GameStar gelesen und dachte mir erst so, was ist das denn? Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein Einsatz für eine Toilette mit so. Mit so Gittern, wie so ein Kunststoff-Gitternetz, ja, in so normalen Urinalen oder so, für die Herren, die kennen das ja, die Damen weiß ich es halt nicht, da winkelt man halt rein, damit und die werden halt in so Urinale reingelegt, damit man da nichts reinschmeißt, was den Abfluss verstopfen könnte, weil die dann logischerweise auf dem Gitter liegen bleiben. Und so eins haben die dann halt mit Technik ausgestattet und irgendwie mit einem Smartphone oder einem Rechner oder so verbunden, ich weiß es nicht mehr genau. Und du kannst halt gegeneinander zocken, je nachdem, wohin du pinkelst, weil das Pisspad registriert halt den Ort, wo du hingepinkelt hast. Also ist quasi mit so einem Tablet verbunden. Das Tablet wird dann quasi über das Pissoir auf der Augenhöhe aufgehängt und da kannst du dann halt unterschiedliche Spiele mit deinem Urinstrahl steuern. Pipi-Strahl. Ja, also es gibt da ja unterschiedliche Spielmöglichkeiten, wo du kannst Fußball gegeneinander spielen oder irgendwie so Zielarten und so weiter und so fort. Und ja, da teilweise dann auch sogar gegeneinander spielen, gegen jemanden, der gerade neben dir pinkelt. Ja, wobei ich mir vorstelle, stell dir mal vor, du bist gerade so voll in einem Lauf, ja, voller Pressure in-game und auf einmal sagst du, verdammt, ich muss nicht mehr. Ja, das ist halt, du musst halt den Strahl haben, ne? Ich muss nochmal nachfüllen gehen, Moment. Ein Beispiel für Sachen, cool. Die also, es gibt ja teilweise schon so Spiele, wo du irgendwie so einen Ball ins Tor schießen musst oder so ein Kram. Aber so digital finde ich geil. Ich finde das auch ganz cool. Warum nicht? Ist ein Gimmick, nice to have und eben. Was so ein bisschen problematisch ist, tatsächlich, das Tablet ist halt auch ein Touchpad und du musst halt, bevor es losgeht,
theoretisch das Spiel aussuchen. Oh, alles klar. Nee, da bin ich raus. Dann gehe ich nur noch mit Handschuhen dahin oder so. Ja gut, in der reinen Theorie wird da erst drauf, wird da vor dem Pinkelvorgang ja, drauf gepatscht. Natürlich. Ja, ja, aber und die Frage das wird vorher ist, desinfiziert, ja, klar. Mhm. Das ist so, alle haben das, schon da sehe ich gepinkelt. Aktuell noch so leichte Problematik tatsächlich. Kann es da nicht einfach einen Knopf daneben geben? Ist ja auch tatsächlich die Problematik, dass Herrenklos ja eigentlich den Vorteil haben, dass die relativ, ja, dass du immer relativ schnell drankommst, weil die Schlangen meistens nicht so lang sind, ja? Was in der Natur liegt, dass du dir halt nur einen Reißverschluss aufmachen musst, statt dich komplett zu entkleiden, um auf Toilette zu gehen. Also nicht komplett, aber untenrum komplett. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass zu Karneval oder so, also wenn ich eine Bar hätte, würde ich das Ding wahrscheinlich so lange deaktivieren. Weil das wird sicher die Zeit auf dem Männerklo verlängern. Ja, außerdem wird das hundertprozentig demoliert werden. Ja, okay, das auch noch. Da habe ich jetzt gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich hatte jetzt gerade nur diesen Schlangen-Aspekt im Kopf. Wusstet ihr eigentlich, dass Cyberpunk 2077 vor dreieinhalb Jahren angekündigt wurde und es seitdem nichts mehr zu dem Spiel gab? Oh. Könnt ihr euch noch an den Trailer erinnern? Ja. Ah, vielleicht schon. Doch, wenn das schon so lange. Warte, schick den mal, Peter. Weil ich konnte mich. Ich dachte immer so, ja, das ist ja ein Jahr oder so her aber gewesen. Wie kommst du da jetzt vom Pisspad drauf? Ja, sorry, ich bin. Sorry. Vorhin, als ich Cyberpunk gesagt habe, bin ich auf die YouTube-Seite gegangen und hab da aber nichts mehr zu gedacht. Und gerade habe ich Tabs geschlossen, die überflüssig waren. Und da war diese YouTube-Seite bei. Und da habe ich das halt gesehen. Da dachte ich so, what the fuck? Muss ich euch sagen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Wir können gerne zur nächsten E-Mail kommen von Sebi. Hi. Ich bin momentan dabei, ein MMORPG zu entwickeln. Ich suche noch ein paar Mitarbeiter zu suchen. What? Das steht da tatsächlich. Also der ganze Kram steckt noch in den Kinderschuhen. Nun meine Frage, was wünscht ihr euch in einem MMORPG? Kein MMORPG. Also ich hätte gerne ein Free-to-Play-Indie-MMO. Ja, das sind schon mal, ist mit schon mal Katzen, eine gute Voraussetzung. Katzen sind immer gut. Katzen. Es soll auch ein RPG sein, ja, nicht vergessen. Also es muss auch ein Rollenspiel sein. Du spielst Katzen. Auch ein NPC mit rein, die Texte. Du spielst Katzen und die müssen irgendwie Mäuse jagen und sowas. Meine ernste Frage ist, kannst du dich was Vernünftiges entwickeln? Ja, was mit Katzen Dingen, und Mäusen? Moment, also der sucht noch Mitarbeiter, das heißt, bisher ist er alleine und will alleine ein MMO entwickeln, alter Vater. Wann soll er denn erscheinen, in 10 Jahren oder was? Es ist halt in der Ideenfindung, das wird wahrscheinlich eh nichts, aber ich kann das verstehen, wenn du so eine Idee hast und dann so überlegst, so, wenn er nur ein Konzept zeichnet, ist ja auch cool, da hat er seine Zeit zumindest nicht verschwendet. Also schon ein bisschen verschwendet, aber hat sich zumindest Gedanken über eine Sache gemacht. Aber er ist verschwendet, wo ist hat er mehr verschwendet, als wenn du nur eine LOL zockst oder so, weißt du, wenn sein Hobby ist? Wobei ja tatsächlich, Bob Peter, welches Spiel war das denn noch, was als Online-Rollenspiel geplant war? What? Overwatch? War das nicht Rise? Ach so! Ja. Also es gibt ja tatsächlich auch so, du planst das als Online-Rollenspiel und dann, sagen wir mal, ob es gut oder schlecht ist, ist es dann dahingestellt oder wie das passiert. Aber du kannst ja dann auch irgendwann hingehen und sagen, wird doch kein Online-Rollenspiel, wird doch nur ein normales Rollenspiel oder so. Zack! Ja, das geht. Klar. Aber was, weißt du, das Problem ist, lieber Sebi, dass, glaube ich, der Markt für MMORPGs gesättigt ist. Vor allem, wenn man so als Anfänger startet, dann ist, glaube ich, das nicht das Genre, wo man sagt, da starte ich und da werde ich dann erfolgreich. Klar, gibt es den größten Bullshit. Aber wenn wir an so Sachen wie, also eigentlich alles, was den Spieler belohnt, was nur nicht zu schnell und zu einfach geht, weil dann im Endeffekt die Wertigkeit nicht gegeben ist. Housing wäre eine coole Sache. Oder generell so Häuser und Siedlungen selber bauen. Ich finde tatsächlich RPG ganz cool. Also, wenn tatsächlich auf dem RPG-Aspekt auch ein bisschen Wert gelegt wird. Insofern, dass man jetzt nicht unbedingt, weißt du, das fand ich bei WoW vielleicht ein bisschen anstrengend, dass man da die ganze Zeit so gelabert hat. Ja. Aber dass zumindest nicht jeder, also dass man halt sich nicht unbedingt fühlt wie einer von 1000 Rettern der Welt. Sondern dass das irgendwie, dass die Story realistischer ist und vernünftiger ist. Und nicht so wie bei WoW, weil die hat mich dann auch nicht gefesselt. Also bisher gab es, glaube ich, noch kein MMORPG, wo mich die Story echt gefesselt hat. Ja. Weil das immer alles nicht zusammengepasst hat.
Also die einzige Hoffnung kann ja nicht sein. Ich sehe hier noch andere 50 Spastis, die die ganze Zeit nur durch die Gegend springen und Fotze in den Chat schreiben. Ja, und das ist die einzige Hoffnung. Deswegen, ja. Deswegen bist du die einzige Hoffnung. Du bist bei WoW, aber nicht die einzige Hoffnung. Bei WoW, ne, bist wahrscheinlich auch nicht die einzige Hoffnung. Was bist du denn bei WoW? Was warst du denn, als das Spiel damals rausgekommen ist? Du bist halt einer von vielen. Es wird ja auch, glaube ich, nie. Du bist ein Krieger erzählt, für die der und Schlacht. Der hat jetzt den platt gemacht. Sondern das würde mal relativ offen gelassen, glaube ich. Das ist schwierig. Ich weiß nicht. Ja, gut, aber Christian, du bist auf jeden Fall nicht der eine Held, der die Welt rettet. Im Endeffekt ja schon. Dadurch, dass du derjenige bist, der Van Cleef tötet, du derjenige bist, der den tötet, der den tötet, der den tötet, du bringst ihn ja um. Und dann ist er direkt wieder da und wird vom nächsten umgebracht. Also verstehst du, was ich meine? Van Cleef ist eine Gruppenquest. Also du bringst ihn ja als Gruppe um. Ja, genau. Du bringst ihn mit 5 Leuten um und dann geht der nächste da rein und bringt den um. Und dann bringst du den nochmal um, weil du farmen willst. Das wirst du, dann bringst du den 20 niemals Mal um. Haben, dass quasi einmal, dass du alles nur einmal machen kannst und dann nie wieder. Das wäre also auch alleine schon dem Konzept von MMOs sehr widersprüchlich, weil dann müsstest du ja, sagen wir mal, du hast, keine Ahnung, 5 Millionen Spieler und müsstest dann für jede Quest quasi 5 Millionen unterschiedliche Sachen haben. Das heißt, du gehst wieder in die random generierten Quests oder so. Und da kommt halt dann, käme ja nur bei raus, so Sachen wie, ja, keine Ahnung, hol mir mal 5 Stöckchen oder so. Das kann durchaus sein, aber ich sag hier gerade halt, was mich an MMORPGs stört. Aber so wie WoW das gemacht hat mit dem, wie heißt das jetzt? Da haben wir so einen bestimmten Level-Morph? Nee, keine Ahnung. Wie heißt das? Chris, hilf mir mal. Dass sich die Welt halt verändert, wenn du einen bestimmten Teil der Quest geschafft hast. Ja, irgendwann sind da Sachen instanziert gewesen. Ja, genau, okay. Aber man merkt das halt bei WoW quasi wirklich fast nicht. Genau, weil die anderen Spieler dann auch darum rennen. Und das haben die eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Ja, das fand ich auch ganz gut. Also für mich ist definitiv World of Warcraft das einzige. Das stört mich nicht, das ist ja noch gar nicht so lange. Das ist ja bei der dritten Erweiterung oder so erst passiert. Oder vierten oder fünften, keine Ahnung. Das einzige MMO, was halbwegs vernünftig ist. Genau, das war noch, also das ist auch aus meiner Perspektive das beste Erlebnis, was ich jemals mit einem MMORPG hatte. Aber da beispielsweise konnte ich mich niemals mit einer Story überhaupt, da konnte ich das Interesse gar nicht aufbauen, weil das alles so bizarr ist. Also, da irgendwie ernste Gespräche zu führen, während irgendwie Leute durch die Stadt springen. Deswegen sollte man es vielleicht ganz lassen mit der Story bei MMORPGs. Es ist gar nicht möglich. Sobald andere Menschen da integriert sind, geht das gar nicht mehr, sowas wie Ernsthaftigkeit zu haben. Vielleicht ist Story gar nicht nötig. Guck mal, also bei sowas wie Mods. Also es geht ja schon, dass Spieler Geschichten schreiben. Bei sowas wie Mods. So damals, als wir Altes Live gespielt haben, ja. Da sind ja sogar nur Spieler. Oder EVE Online. EVE Online, da machen die Spieler die Story. Und da ist dann eher die Immersion, glaube ich, vorhanden. Als wenn dir jemand versucht, eine Geschichte zu erzählen, während du 50 Kinder neben dir sitzen hast, die durch die Gegend schreien. Dafür ist WoW aber ganz schön erfolgreich. Und diese ganze Geschichte im Warcraft-Universum auch ziemlich. Das stimmt. Gibt halt einen Film, ne? Ja, ich weiß, wie viel Bücher hat alleine. Ja, alleine Bücher, wie viel die mit Büchern. Ja, das ist ja auch alles erfolgreich, aber das ist halt meiner Meinung nach im Spiel nicht gut präsentiert und ich kann mich da halt nicht reinfühlen. Ja, wenn man halt nicht lesen will, dann nicht. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Oder das hört sich gerade so allgemein an. Ich glaube, ich persönlich finde das allgemein cooler, wenn die Spieler selber die Story schreiben und die nicht vorgegeben wird. Zumindest bei MMORPGs, weil das sonst schwierig ist, für mich, sich da reinzufühlen. Das ist alles. Punkt, ja, ist okay. Das verstehe ich, ja. Punkt. Also, Sebi, weißt du Bescheid? Wir haben dir richtig krass geholfen gerade. Du wirst da schon irgendwas draus machen. Wahrscheinlich nicht. Oder ein Pizmeet-MMO. Wie sollte das denn aussehen, Sebastian? Ja, du spielst unsere Rolle und musst halt versuchen, dich durch den Alltag zu schlagen. 15.000 Mal Sepp rum, oder wie? Oder Peter oder Chris, ja. Das ist nicht gut. Nicht?
Warum nicht? Das ist zu spezifisch. Das ist ja noch krasser, das, was Peter eben angemäkelt hat. Also, ich kann das verstehen. Okay, wenn du so oder Gruppen du machst dann YouTube-MMO und dann kannst du dir, triffst du auf andere YouTuber. Es gibt doch jetzt das YouTube, wie hieß der, YouTube-Simulator oder YouTuber-Simulator oder so? Stimmt, das wollte ich auch mal gucken. YouTuber, YouTube's Live, YouTuber Live, YouTube Live oder so nee. Was? YouTuber's Live. Also nur stimmt, schlafen, Alter, das habe ich schon wieder komplett vergessen. Vor der Kamera abspacken oder was? Ja, die haben sich da echt Mühe gegeben. Du kannst auch deinen Typi da selber quasi erstellen. Also, und dann werden deine Abos auch quasi generiert, je nachdem, wie gut du bist? Keine Ahnung, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Das ist erst vorgestern rausgekommen. Okay. Was? Hört sich an wie was für die Trash Night. Ja, ist halt Einzelspieler und Early Access. Nice. Early Access. Ist aktuell bei der Version 0.7.3. Aber die Bewertungen sind jetzt schon mal gut. Entwickler ist Uplay Online. Okay. Hat bei Steam allerdings bisher nur den Eintrag bei YouTuber Live. Ich frage mich, warum die sich so nennen dürfen. Oder ob das was mit Ubisoft zu tun hat. Weil online finde ich da jetzt gerade nicht so viel. Okay, nächste E-Mail von Fabian. Er fragt erstmal, wer denn... Na, ich lese ganz vor. Ich bin Fabian und nachdem ich nun schon seit einiger Zeit euren Podcast höre und mich jeden zweiten Montag von eurer Boxencrew vom PHP verarscht fühle, da ich mir montags morgens zum Start in die Woche gerne auf der Zugfahrt zur Uni euren Podcast hören würde, aber die mit ihrem Upload euren wieder aus meinem Handyspeicher löschen, kann ich das jeden zweiten Montag nicht tun. Dieser Umstand führt dazu, dass ich mir den Text unter eurem aktuellen Podcast durchlese, um schon einmal eine Idee zu bekommen, was ich denn auf der Heimfahrt hören kann, wenn euer Podcast dank Uni-WLAN wieder auf meinem Handy ist. Nun stelle ich mir die Frage, wer denn dieser Jakob ist, dem Peter in jedem Text so überschwänglich dankt. Ist es ein Audible-Mitarbeiter, der das Sponsoring ermöglicht hat? Ist es euer Ansprechpartner bei Nitrado? Wer weiß, hoffentlich bald jeder Hörer des Podcasts. Nein, Jakob ist der Macher unseres Intros. Der hat unser Intro zu verantworten und deswegen danke ich dem in jedem einzelnen Text, weil das Intro vorkommt. Das finde ich aber eine sehr interessante Information. Jetzt wissen wir endlich mal, wo die Aufrufzahlen vom PHP eigentlich herkommen. Also, das ist einfach nur, weil die uns aus dem Ding rauskegeln und nicht, weil die alle im PHP hören wollen. Ja, genau, die das wird dann automatisch runtergeladen. Ich glaube, da müssen wir mal irgendwie umstrukturieren. Ja. Die wollen uns hören, dann der Podcast wird, ach Quatsch, PHP-Podcast geladen, dann wird der PHP-Podcast ungehört wieder gelöscht und dann wird wieder der Podcast geladen. Wobei dadurch haben wir dann auch quasi doppelte Abrufzahlen. Eigentlich ist das gar nicht so verkehrt. Aber die E-Mail ist damit noch nicht beendet. So, ein zweites Thema, das mich zum Titel dieser E-Mail inspiriert hat, ist die Spieleentwicklung bzw. das Let's Playen von Spielen. Spiele werden mittlerweile nach dem Release auch noch über Jahre mit Patches, Free Content und DLCs versorgt. Was bei Spielen, die bei Release nicht so viel bieten, bei Let's Plays nicht sehr lange aktuell bleiben, da sie schnell durchgespielt werden und dann nicht mehr auftauchen, was den Verkaufszahlen eines solchen Spiels nicht hilft. Auch kann sich die Qualität eines Spiels durch neuen Content verbessern. Es gibt zahlreiche Beispiele für ein solches Vorgehen. Payday 2 wird nun fast 4 Jahre nach Release weiter unterstützt und hat deutlich mehr zu bieten. Rocket League, was auch neue Spielmodi bekommen hat, ist auch interessant. Oder zumindest mal wieder ein Vorbeischauen würdig. Stellaris soll nun auch so lange mit Patches und neuem Content versorgt werden, wie sich der Verkauf von DLCs noch lohnt, was vermutlich noch lange dauern wird. Glaubt ihr, dass es sich für euch lohnen würde, noch einmal in alte Spiele einen Blick zu werfen, wenn sie nach unzähligen Patches und DLCs zu anderen Erfahrungen werden? Klar. Das ist ja genau das Problem, was wir immer sagen, was beispielsweise mit Early Access Spielen ist. Die machen dir das Spiel kaputt und im Endeffekt würde da ja noch viel mehr kommen, aber das spielt man dann einfach nicht mehr. Und naja, das Problem ist, wenn Spiele halt noch Jahre supported werden, ist dann auch wieder so eine Sache, wie lange sollst du denn dann warten, bis das Spiel endlich mal gut ist? Bei den Beispielen, die du gerade genannt hast, also so Sachen wie Rocket League und so, das sind halt Spiele, die schon Anfang an cool waren. Payday 2 ja eigentlich auch. Aber so ein Spiel, weißt du, was halt nicht mal Early Access ist, sondern von Anfang an, es wird released und dann findet man das echt nicht cool. Ja, dann soll ich irgendwie 2 Jahre warten, bis ich darum gekümmert wurde, dass es jetzt mir Spaß macht oder so?
Na, du kriegst es ja auch also kaum ich mit. Schon, ja, genau, also man beschäftigt sich ja dann auch nicht mehr damit. Ja. Also ich glaube schon, dass es sein kann, dass Spiele noch cooler gemacht werden oder Features reinkommen, die durchaus Spaß machen und das Spielerlebnis verändern. Aber pfui. Das hatten ja Jay und ich bei The Forest, soweit ich Jay zumindest verstanden habe, war es vorher ja so ein Mäh-Spiel und nö. Mittlerweile hat sich das. Das war ja vorher auch schon ganz cool. Das haben wir eigentlich alle gespielt. Das Spiel halt war es halt genauso, es war halt wenige Updates gab. Also ich finde jetzt nicht viele Updates. Außer dass es halt einen Multiplayer-Titel hatte. Okay. Und dass man halt irgendwie noch ein paar Sachen mehr bauen konnte und mehr gestalten konnte und besser gestalten ja, konnte. Ja, aber das ist marginal gewesen. Okay. Aber wir machen das ja manchmal. Ja, genau. Also beispielsweise Minecraft gehen wir immer wieder zurück, ja. Und das wird immer erweitert mit neuen Sachen. Und wir verteuert gucken, sogar. Und wir gucken sogar in Mods rein von Minecraft, die sich entwickeln. Ja, also es gibt, wenn wir unsere vergangenen Videos durchgehen, gibt es bestimmt immer mal wieder eine, wo wir nochmal ins Spiel reingeguckt haben. Aber du hast halt 7 Days to Die. MW2 du hast halt auch nur endlich viel Zeit. Ist das Problem. Und es gibt auch immer viele neue Spiele. Und was will ich lieber spielen? Jetzt irgendwas nochmal in Payday 2 reingucken, was jetzt vielleicht viele Updates bekommen hat. Oder irgendein anderes Projekt aufnehmen, was wir gerade haben, was cooler ist wie Trackmania. Frage ist bei solchen Sachen ja auch, sind einfach Inhalte hinzugefügt worden oder ist irgendwie das ganze Spiel teilweise geändert worden? Wie beispielsweise hier so Sachen wie, keine Ahnung, Prison Architect zum Beispiel ist ja eigentlich ein Aufbauspiel, wo du das Ding selber baust. Irgendwann kam der Modus dazu, dass du quasi deine eigene Figur spielen kannst. Also das ist ja schon irgendwie was nicht Hauptbestandteil des Spiels ist, aber was irgendwie das ganze Spielkonzept verändert. Sowas ist dann durchaus interessanter als jetzt, okay, jetzt gibt es irgendwie 10 neue Waffen. Ja, das auf jeden Fall. Oder neuer Skin oder, weißt du, einen neuen Zellentrakt kannst du bauen. Ja, wow, ist dann halt. Fällt mir ein, von COD ist doch jetzt das neue Map. Rausgekommen, da muss ich noch testen. Ja, das habe ich auch also das erste haben wir ja beispielsweise auch, da sind wir auch wieder zurückgekehrt und haben uns das angeguckt. Von dem ersten Black Ops 3 Map Pack. Hm. Also zwischendurch machen wir das schon, aber da gucken wir halt schon ein bisschen danach, was uns wirklich interessiert und was nicht. Rainbow. Und zu Rainbow Six auch ein super Beispiel. Aber zu Payday zieht mich einfach gar nichts. Kann sein, dass das toll ist, aber es gibt viele tolle Spiele auf der Welt. 1-2, ja. Ja. Okay, deswegen haben wir auch mal im Wolf Team reingeguckt, weißt du? Da gibt es jetzt auch richtig viele Updates. Ja, das war Wolf Team Reloaded, Junge. Das war gar nicht mehr ein normales Wolf Team. Oh, Wolf Team Reloaded. Das war richtig. Also, Bram krass. Fand das nach der Aufnahme richtig geil, hat er gesagt. Der spielt doch immer noch. Der hätte doch auf Max-Level mittlerweile. Der hat da 2000 Euro schon reingesteckt. Auf jeden Fall mehr. 2,5. allein während des Podcasts, das gebe ich hier jede Sekunde. Ich bin eins am anderen, mache ich ein Pack auf, weißt du, für die Waffen. Nächste E-Mail von Kenneth. Mein Name ist Kenneth, bin 19 Jahre alt und komme aus dem Kreis Stuttgart, bla bla, unwichtige Vorgeschichte, Selbstlob und so weiter. Du sollst kein Selbstlob, du sollst uns loben. Moment, wie sieht denn Selbstlob aus? Also, ja, weiß ich nicht, ich glaube, der meint also Lob. Du musst dich immer selber beneißen, das ist wichtig. Das ist echt wichtig. Am 30. April 1995 setzte Adolf Hitler seinem Leben ein Ende, zusammen mit Eva Braun, die er nur 2 Tage zuvor geheiratet hatte. So wird es zumindest erzählt. Und nach Beweisen zu urteilen, schien das auch so. Doch nun sollen neue Beweise festlegen können, dass Hitler nicht 1945 in Berlin gestorben ist, sondern entkommen konnte. Ja, der und war nach doch in Chile-Werkstatt von VW, weiß doch jeder. Was? Ja, kennst du den Clip nicht, wo der Typ da in dieser Talkshow ist? Jeder Mensch weiß doch, dass Adolf Hitler in Chile Werksleiter von VW war. Genau. Okay. Ja, darauf läuft es doch hinaus gerade, oder nicht? Nee. Ach, schade. Fuck. Es sprechen viele Beweise gegen diese Theorie, doch sollen die positiven Argumente nicht außer Acht gelassen werden. Aus den meisten Verschwörungstheorien mache ich mir nicht viel draus, doch hat dieses Thema irgendwie mein Interesse geweckt. So, er hat dann verlinkt einen Artikel von Welt.de. Dieser Artikel bezieht sich auf eine Dokumentationssendung von, ich zitiere, dem als seriös geltenden Pay-TV-Kanal History aus den USA.
Ja, natürlich History, wo ich jedes Mal, wenn ich durchscrolle, was natürlich geschichtliche Sendungen sind, irgendwie so Holzfäller-Dinger kommen oder so Lumberjack-Kram, weißt du? Auf jeden Fall. Pass auf. Treibende Kraft ist der langjährige CIA-Agent Robert Baer, der mit seinem Ausscheiden aus dem amerikanischen Geheimdienst 97 Bücher schreibt. Senderangaben zufolge sind Baer und sein Team in mehreren Ländern Spuren Hitlers nachgegangen. Angeblich mit ausgefeilter Technik. Vor allem ach, nee, das könnte ich aber, worüber man sich groß den Kopf zerbrechen darf. Das ist einfach nur Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit. Das wichtigste Beweisstück von Baer ist allerdings ein Konvolut von FBI-Papieren. Darin ist tatsächlich die Rede von Hinweisen, dass Hitler mit einem U-Boot in Buenos Aires gelandet sein soll. Auch ein Aufenthalt in Brasilien wird vermutet. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Der hat jetzt das Zika-Virus da freigelassen. Ja! Was für jetzt Virus? Kommt die Rache. In das Brasilien, Zika-Virus. Das Zika-Virus. Dass die ganzen Säuglinge Missbildung kriegen. Ja, richtig. Das klingt jetzt aber nicht so nett. Weißt du, selbst der will wenn ja auch nur, dass sich das arische würde. Volk weiter vermehrt und nicht die Brasilianer. Wenn der noch leben würde, das wäre doch. Wie soll der denn noch leben? Allein ja, A, Alter. Wie soll der noch leben? Und der, niemand sagt, dass der leben soll. Der na klar, der mehr. Lebt wie in einem Kopf bei Futurama. Genau. Natürlich gibt's den. Klar. Okay, das könnte natürlich sein. Das könnte. Das ist so. Hä? Es ist das jetzt was Neues für euch? Hä? Fußball? Oh, hatten wir auch ein paar Mal bei Uncharted. Oh ja. Wie, oh ja, hast du den Stream verfolgt? Ja, klar. Okay, Sepp lügt. Doch, hab ich wirklich. Jetzt nur sein müssen, dass du das Spiel selber gespielt. Ich hab das Spiel sogar selber gespielt und hab mir zwischendurch auch einmal gedacht, Fußball? Immerhin. Oh, einmal? Ich hab's sogar schon durch. Schon letztes hast Wochenende. Du dir denn auch gedacht, warum bin ich denn jetzt Traitor? Ja, ich glaube schon. Oh Gott. Warum soll ich das denn sagen? Komm, nächste E-Mail von Paul. Ja, komm her. Der hat eine ganze Reihe an Fragen. Oh, krass. Hi, Pete und die anderen. Ich höre euren Petecast nun schon eine ganze Weile und wollte mich für das wöchentliche Dosis an Petecast einfach mal bedanken. Gerne, Paul. Würde mich freuen, den lieben Max aka Party Dino aka Kylo Wisdom aka Rockstar mal wieder bei euch zu hören. Irgendwann bestimmt. Jo, jetzt zu meinen Fragen. Erdbeere oder Brombeere? Erdbeere. Erdbeere. Oh, Kartoffeln oder Nudeln oder Reis? Kartoffeln. Nudeln. Oh Gott. Pizza oder Pommes? Pizza. Pommes. Oh, das ist schwer. Was für eine Pizza. Und was für Pommes? Stell dir einfach die besten Pommes und die beste Pizza vor. Klar, die beste Pizza. Pommes. Und dann die beste Pizza, ja. Bram hat noch nicht geantwortet. Ich bin aber gut, Moment. Ja, nee, dann Pizza. Pommes. Was spielt ihr gerade privat am liebsten am PC? Witcher. Dark Souls 3. LOL. Ui, aktuell nach Uncharted schwierig jetzt. Uncharted war nicht PC. Moment, privat oder in der Aufnahme? Privat, was spielt ihr gerade privat am liebsten privat, am PC? Okay, sorry. Privat habe ich jetzt falsch. Weil insgesamt würde ich was anderes sagen. Ich würde... Oh, das ist komplizierter, als ich dachte. Ja, weil jetzt gerade alle Spiele bei mir durch sind. Ich habe jetzt Dark Souls durch. Ja gut, wenn du gerade kein Spiel neben den Aufnahmen spielst, dann kannst du halt keine Antwort geben, logischerweise. Genau. Also jetzt gerade schwierig. Fallout 4 DLC. Welches? Bahama. Neues, jetzt ein neues rausgekommen. Das fange ich gerade an. Ach, hast du denn schon gespielt? Alles andere, nee, das DLC noch nicht, aber das fange ich jetzt an. Alles andere ist halt, keine Ahnung, ich spiele noch WoW nebenbei. Okay. Ach so, stimmt, Jay, hattest du nicht auch wieder, warst du auch nicht wieder im WoW-Modus? Ja, ich war. Ach so, hat sich auch schon wieder erledigt. Hast du wenigstens gelöscht, hier. Ja, klar, ich hatte mir doch ein Ticket gekauft, so ein Monats-Account-Ticket-Ding. Ach so, okay, gut. Sehr gut. Auf welches Spiel freut ihr euch in den nächsten Monaten am meisten? Overwatch. Richard, Blood and Ryan. Ja, wenn das ich auch. Ein Spiel ist. Ich auch.
Und Overwatch, ich glaub, tatsächlich auch. Overwatch auch. Bei mir. Echt? Ich freue mich auf Overwatch am ersten. Overwatch freue ich mich wenn auch. Wenn Mafia dieses drüber. Jahr noch rauskommt, das hat, glaube ich, mein Tipp. Mafia kommt Monat. Dieses Jahr noch raus. Nee, in den nächsten Monaten. Mafia ist gar nicht mehr so weit weg. Ach, Monaten. Ich glaube, das ist September oder so. Monaten. Ja, Monaten. Musst du dann also bis Ende des Jahres oder was? Wie lange entwickeln die jetzt schon in Mafia? Ist das nicht letztes Jahr angekündigt worden? Keine Ahnung. Also September gilt für mich nur in den nächsten Monaten. Wobei, kommt das überhaupt September raus? Ne, scheiße, kommt das im Oktober. Ne, dann zählt das nicht. Ich bin Mr. Game. Was ist denn mit Battlefield und COD Remaster? Voll wir auch COD. Aber ich dachte, es ging um nächster Zeit. Ja, lass die nächsten zwei Monate Battlefield wäre genau. Ja, dann wow, dann ist es immer noch dasselbe, weil in den nächsten zwei Monaten wahrscheinlich nicht mehr rauskommt. Also du musst halt schon Weihnachtsgeschäft mitnehmen, glaube ich. Ja, was denn? Ist doch okay, wenn du Overwatch sagst. Aber ich habe beispielsweise noch nichts gesagt und auf Overwatch freue ich mich auf gar keinen Fall. Du hast doch Blood and Wine gesagt. Ah ja, stimmt, du hast recht. Schon wieder vergessen, ja, kann passieren. Oh, Peter ist so lange her, ey. Wäre ein hartes Battle, Overwatch oder Battlefield 1, keine Ahnung. In dem Fall würde ich. Da würde ich Battlefield 1 tatsächlich sagen. Würde ich Blood Wine sagen. Overwatch dann sagen, weil ich von Battlefield 1 noch gar nichts gespielt habe. Ja, stimmt. Ja, hat keiner nachvollziehen. Moment, Bram, was ist, wenn du die nächsten zwei Monate sagen müsstest? Oh, das ist mega schwer. Ja, wenn du dich auf kein Spiel freust, dann kannst du auch Wolf sagen. Team DLC, komm, gib mir doch zu. Ja, habe ich schon gekauft. ne, ich sag's jetzt in den nächsten zwei Monaten, ist nichts, wo ich hyped bin. Schade. Okay, er hat viele Fragen. Warte mal. An Jay, Chris und Sepp, schafft Dortmund dieses Jahr den Pokal in den Pott zu holen? Ja. Ja klar, muss. Wenn sonst nichts ist. Wenn ich Fan bin, sage ich ja. Wenn ich realistisch bin, sage ich nein. Genau. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Was sagt ihr zu der Dominierung des Bundestrainers? Finde ich Quatsch. Teilweise. Des Bundestrainers? Ja, was die nur. Sepp weiß noch nicht, wer nominiert ist. Ach, Nominierung. Ich habe Dominierung verstanden. Ja, dominiert werden auch immer alle. Also, ich kann es nicht verstehen, dass beispielsweise Schmelzer nicht mitgenommen wurde oder ein André Hahn, aber dafür halt so jemand wie Podolski, der halt vielleicht über Jahre lang ja viel gemacht hat in der Nationalmannschaft, aber halt die besten Jahre vorbei sind. Und irgendwann muss man dann halt mal einsehen, dass halt andere dann doch dienlicher sind für die Mannschaft, vor allem spielerisch. Ja, aber du würdest doch einen Marcel Schmelzer nicht auf die gleiche Position wie Lukas Podolski spielen lassen. Nee. Okay, gut, aber dann nimm einen, wie heißt der, Rudi? Böller? Nee, Rudi, der von Hoffenheim, ja, der kannst ja wohl nicht mit Schmelzer gleich rechnen. Und André Hahn nicht mit Podolski. Da finde ich André Hahn besser als Podolski. Moment, ich glaube, André Hahn spielt rechts und Podolski spielt links. Aber ich weiß nicht, wie genau das fest ist. Und Großkreuz haben sie vergessen, den könnten sie doch als vierten Ersatztorwart mitnehmen. Den können wir jetzt zu Till Eulenspiegel hier, wie heißt das? Kennt doch die besten Dönerbuden in Paris. Wirft dann mit Schnecken um sich wahrscheinlich. Vermisst ihr Ginter? Nur weil es ein Dortmunder ist, der hat auch eine gute Saison gespielt. Also es ist halt schon. Der war am Anfang, war der zum Vergessen. Also ganz am Anfang, weil ich noch da gedacht, boah, shit, Ginter spielt, ey. Der hat sich aber extrem gefangen. Aber ich denke mal, um für eine EM nominiert zu werden, musste er halt noch Der ist doch schon Weltmeister gewesen. Der ist ja letztes Jahr nominiert gewesen, wo er noch scheiße war sogar. Das war letztes Jahr, wo der so kacke war. Ja. Aber dann verstehe ich das nicht. Also wie gesagt, manche Nominierungen kann ich ja verstehen. So ein Sané beispielsweise, der hat richtig gut gespielt diese Saison. Und der ist auch bestimmt, warum auch nicht, ein gutes Backup und den kann man ranführen an die Nationalmannschaft. Kurze Anmerkung, der heißt Leroy mit Vornamen. Ginter? Nein, nee, Sané. Das heißt, wir haben dann unseren ersten Leroy bei der EM dabei. Das ist geil. Fände ich voll geil, cool, wenn der so aufs Feld laufen würde. Leroy Sané! Wobei, der muss auch richtig geilen Scheiß machen, weißt du, so, okay, so voll, ey, lass mauern und er rennt einfach vor. Ja. Leroy! Also ich glaube halt tatsächlich schon, dass Löw da seine Lieblinge hat, sage ich jetzt mal, die er um sich hat, ja, die sich halt bewiesen haben, die sind teamtauglich, die meckern nicht, wenn sie halt nicht spielen, wahrscheinlich sind froh, dass sie dabei sind und das ist dem halt wahrscheinlich wichtiger als tatsächlich spielerische Klasse und naja, er ist halt Weltmeister gewesen letztes Jahr und wenn er jetzt wieder Europameister ist, kann man ihm auch nicht vorwerfen, dass er schlecht war.
Wenn er jetzt allerdings halt rausfliegt in der Gruppenphase, dann wird natürlich der Bäcker dementsprechend groß sein. Das ist ja hoffentlich klar, aber das well, ist, halt ist aber immer das so. Ist ja aber immer so. Das ist doch nur der vorläufige EM-Kader, ne? Der muss ja auch Leute streichen. Ja gut, okay, alles klar, aber dann hat er trotzdem immer noch keinen Schmelzer dabei. Ja, gut. Ja, oder André Hahn. Wie gesagt, das war halt wirklich. André Hahn kommt aus einer Verletzung zurück und hat eine Top-Form. Und hat jetzt mehrere Tore geschossen. Und hat da quasi. Vielleicht hat er das noch nicht mitbekommen. Also ich will nicht halt direkt wieder, weißt du, wie das immer ist, weißt du, anfängen an dem Bundestrainer rumzumeckern, weißt du, wenn man mal überlegt. Nee, will ich auch nicht. Vor 2 Jahren, weißt du, haben wir den alle noch als Gott bezeichnet, weil der endlich mal wieder einen fucking WM-Titel geholt hat, ja. Und dann geht halt direkt schon wieder so auch diese ist ja immer bei Turnieren, vor großen Turnieren wird ja immer rumgenörgelt und rumgemäkelt. Deutschland könnte ja eh nichts erreichen, würde eh nichts schaffen. Wenn man da mal irgendwie die letzten Jahre mal so anguckt, wie weit Deutschland eigentlich immer gekommen ist, keine Ahnung. Der Mann macht seinen Job, der hat mehr Ahnung als ich. Natürlich kann ich da dran rumkritisieren, aber der wird schon wissen, was er tut. Ja. Naja, der Bundestrainer braucht den Druck, dass alle sagen, der kann nicht. Und das dann muss der Bundestrainer, also menschlich, da musst du dann sagen, boah, den zeige alle den Wichsern. Aber das hat er ja jetzt schon, was soll er denn jetzt noch sagen? Ja, das finde ich sowieso immer schwierig tatsächlich. Jetzt kommt hier Fußballprofi Peter. Ja, jemand, der alles erreicht hat, den noch mal, den weiterhin. Europameister ist er noch nicht. Achso, Europameister. Ja, er ist halt Weltmeister. Europameisterschaft war letzte Mal 6. Ja, die Frage ist, was ist mehr wert? Eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft? Ja, eine Weltmeisterschaft natürlich. Beides wäre natürlich nicht schlecht, war. Ja, beides wäre geil. Die alte Europameisterschaft war sicherlich deutlich schwerer als die jetzige, wo da halt so viele Vereine bei sind. Länder. Aber wenn ich die Weltmeisterschaftsgruppen zumindest angucke, sind die von der Europameisterschaft schwerer. Ja, das stimmt, weil hier halt mehr Top-Clubs vernünftig vereint sind. Länder. Also aber das Einzige, was halt wirklich fehlt bei einer Europameisterschaft. Erhöht worden durch so Gummelländer. Und ja, genau, also, das meine ich ja. Und dadurch ist es ja jetzt leichter, weiterzukommen. Ja, früher war das schwerer. Ich habe übrigens, als wir von Polen nach Hause geflogen sind, habe ich so das Buch gelesen, also die haben da immer so Magazine, so dass er das Lufthansa-Magazin oder, nee, Germanwings-Magazin in dem Fall. Und da waren Fakten über die EM. Und da gab es den Fakt, dass irgendein Bundestrainer in den 50er Jahren 2 EMs hat ausfallen lassen, weil er sich zwischen den WMs nicht mit so einem Quatsch umschlagen wollte. What? Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, welcher das war. Geil. Da tut mir leid. Also der hat dann einfach Deutschland rausgezogen. Das wusste ich aber auch noch nicht. Das habe ich noch nie gehört. Irgendwann. Ist schon lange her auf jeden Fall. Okay, next, bam, der hat eine Frage nach der nächsten. Welchen Zoo besucht ihr in Deutschland / weltweit am liebsten? Was? Welchen Zoo besucht ihr in Deutschland / weltweit am liebsten? Keine Ahnung, weltweit ist echt schwierig. Ich kenne nur einen anderen, also ich kenne sonst nur den Burgers Zoo in Holland, ehrlich gesagt. Ich war im Ausland noch nie im Zoo, also. Der Osnabrücker Zoo ist übrigens wahnsinnig geil. Haben solche Länder wie Australien und so weiter nicht immer so ein Zoo, der direkt so ein halbes Wildlife-Gebiet ist? Ja, so ein Nationalpark direkt oder so. Aber da warst du ja noch nicht. Aber warst du ja auch mal dein Lieblingszoo? Ja, würde ich aber noch bevorzugen. Das ist bestimmt cool, halt in so einem Reservoir Löwen sehen zu können, direkt neben sich, aber. Also ich glaube, von denen, wo ich drin war, ist Duisburg schon ganz gut. Ich weiß, dass der Kölner behindert ist. Der Kölner ist richtig. Behindert. Ja, also den Aquazoo, natürlich, in Düsseldorf, der seit 6 Jahren umgebaut wird. Ja. Irgendwie mal geplant waren die Kosten bei, ich weiß es nicht mehr genau, lass es 1, irgendwie 4 Millionen Euro sein. Mittlerweile sind es, ich glaube, 10 oder so. Und anstatt irgendwie einem Jahr Umbauzeit haben die mittlerweile 6. Also ich habe keine Ahnung, wie die das finanzieren. Spenden. Aber ich will endlich mal wieder in den fucking Aquazoo, der jetzt. Der war echt gut früher. Erst 2017 wieder eröffnet. Genau, weil früher kannte ich den tatsächlich auswendig, weil wir da so oft mit der Schule gewesen sind. Und ich liebe Unterwasserkram generell. Und eigentlich sollte der, genau, ich lese gerade, eigentlich sollte der 2015 fertig werden. Jetzt wird es halt 2017. Und wird irgendwie 6 Millionen Euro teurer als geplant. Der Aquazoo aber auch kann. Ja, der ist wirklich gut. Cool. Also der im Vergleich zu so einem SeaWorld, SeaLife-Scheiß, wo du in einer halben Stunde durch bist, fand ich den auch sehr interessant und du brauchst da auch ein bisschen länger.
Ich war viel mehr enttäuscht damals von diesem riesigen, geilen Monterey Bay Aquarium, was ja mal die größte Scheibe der Welt hatte. Das war echt Käse im Gegensatz zum Aquazoo in Düsseldorf. Ich würde behaupten, dass ich mich auch ziemlich gut mit Zoos auskenne, weil ich in relativ vielen war. Ich war jetzt noch nicht in so Gummelzoos wie Duisburg oder Köln, ja. Duisburg aber, ist kein Gummelzoo, der ist riesengroß. Ja, okay, da war ich halt das noch nicht. Das ist kein Scheiß. Aber ich würde sagen, der ist wirklich Top 3 Zoos in Deutschland sind Gelsenkirchen, Berlin Zoo und Hamburg, Hagenbeck. Ja, das ist, aber wer davon der Beste ist, das wüsste ich jetzt nicht. Und der außerhalb von Deutschland ist Wien. Hellerbrunner Zoo. Okay. Nee, Schönbrunn. Was denn jetzt? Ja, weiß ich gerade nicht. Eins davon ist Hellerbrunn und eins davon ist Schönbrunn gewesen in Salzburg und Wien. Ich dachte, der Jay muss es am besten wissen, aber jetzt hast du mein komplettes Vertrauen verspielt. Okay, nix, E-Mail. Das Einzige, was ich nur befürchte, ist, wenn der Aquazoo nach 6 Jahren, nachdem der geschlossen war, wieder aufmacht, wirst du da wahrscheinlich die ersten Monate überhaupt nicht hinkönnen, weil er einfach voll sein wird. Mega überfüllt sein wird, ja, das stimmt. Also ich wollte letztens auch wieder hin und dann habe ich gedacht, ach komm, fährst du einfach hin? Und dann so, haben die überhaupt jetzt schon auf und wie lange haben die denn auf? Guckst du mal nach und dann guckst du auf der Internetseite, so lange haben die auf. Und dann so an der Seite steht, wir haben geschlossen. Ich so, was? Ja, wir bauen um bis 2017, was du sagtest. Habe ich gedacht, toll, scheiß, In jedem Aqua-Zoo oder aquamäßigen Zoo oder Areal, wo ich bislang extra richtig viel Geld latzen musste, war ich bislang immer enttäuscht gewesen, wo ich war. Ich war aber noch nicht im Aqua-Zoo. Also Sea Life ist Geldverschwendung. Ist echt enttäuscht. Und auch, muss ich sagen, in Hagenbeck, da ist haben die auch so ein Aquarium mittlerweile, wo du auch noch extra richtig zahlen musst, finde ich auch nicht gut genug dafür, dass sich das halt wirklich fast der eigene Zoo nochmal, musst du dann nochmal zahlen an Kosten. Also es ist halt cool, sowas zu sehen. Ja, ich finde halt immer wieder auch spannend, aber das kostet halt super viel, weil halt natürlich auch super viele Erhaltungskosten da sind. Aber ich sehe da, ich habe da mehr scheinbar Spaß an den richtigen, an den Landtieren. An den richtigen An den Landtieren. Ach, Jay unterscheidet auch du denkst, noch. Okay. Ja gut, das machen ja viele. Ja. Wie gesagt, die Vegetarier unterscheiden also ich auch extrem. Zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, im Zoo guckst du dir ja manche Tiere lieber an als andere. Also ich hab zum Beispiel, außer wenn die sich mit Kacke beschmeißen, habe ich halt nichts von Affen oder so. Guck mal, ich mag Affen beispielsweise super gerne. Affen sind super witzig. Und unter Wasser finde ich beispielsweise wieder nicht so cool, aber das liegt auch daran, weil ich unter Wasser allgemein nicht mag, glaube ich. Aber keine Ahnung, es gibt immer so Publikumslieblinge, so typische Sache, so Pinguine. Eisbären. Pinguine sind geil. Hörnchen. Also nicht Eishörnchen, sondern so. Wie heißen die denn nochmal? Pumba. Nee, Timon. Erdmännchen. Erdmännchen sind super. In jedem Zoo, in dem ich bislang war, haben mir die Eisbären extrem leid getan. Ja, die Eisbären sind meistens auch echt ein bisschen wirr im Kopf, weil das echt nichts für die ist. Genau, die also in jedem Zoo. Ja, ist echt so. Die laufen ja, richtig weiß, immer ihren vorgefertigten so, Weg auf und ab. Das ist ja alles nichts für mich. Ich glaube, ich muss mal woanders sehen. Na, Eisbären finde ich auch schon. Ja, also, Eisbären finde ich auch gar nicht so geil. Cool. Eisbären macht nie Spaß, denen zuzugucken, weil ich immer das Gefühl habe, dass die selber keinen Spaß haben. Und so Otter oder Pinguin oder so, weißt du, die bauen nur Bullshit. Und dann macht er wirklich mir so, alles klar, den kann gar nicht so scheiße gehen. Ich freue mich. Habt ihr damals mein Video gesehen, wo das Faultier über mir rüber weggeklettert ist? Zufällig? Ja, das war cool. Zufällig nicht. Das war ziemlich langweilig, weil das so langsam. Ja, Faultier. Das war in so einem inneren Raum, in so einem Innenraum. Da war so quer, einmal von links nach rechts, also diagonal, ein Seil gespannt und das, ich konnte es theoretisch anpacken, das Faultier, das ist über mir hinweg geklettert. Also super nah. Ich hätte da einmal nur springen müssen, dann hätte ich dem Kopfball mitgegeben quasi. War nur kopflos. Ein Kopfball. Das war halt echt witzig. Ja. Yeah. War cool. Ganz schön borstig. So richtig Viecher, großer. Ja, ja. Ja, so richtig großer. Nice. Hast du noch eine Frage, Peter? Okay, ja.
Moment, lass mich kurz. Herr Brams Zoo noch nicht gehört. Stimmt, mein Zoo noch nicht. Ich bin überlegen, ich glaube, ich nehme den Royalen Zoo in Amsterdam. Fand ich nämlich extrem geil. Da war ich jetzt auch mittlerweile schon zweimal drin und der ist nice, der ist riesengroß. Die bauen, also jetzt, als ich das letzte Mal da war, bauen die um, aber generell ganz schön geil. Kommen wir zur letzten Frage der dieswöchigen Petecast-Ausgabe von Simon. Oh Gott, das ist eine Rausschmeißer-Frage, oder? Nicht wirklich. Nicht so ganz. Soeben habe ich eine unfassbar erschreckende Entdeckung gemacht, die ich euch nicht vorenthalten kann. Wie jeder Zuhörer weiß, gründet ihr ja die Krötenpartei, welche auch weiterhin eine hohe Priorität haben sollte. Daher übergebe ich euch die Information, dass es die sogenannte Ranidaphobie gibt, welche die Angst vor Fröschen beschreibt. Diese gilt es schnellstmöglich auszuschalten, bevor sie euch in den Weg kommen. Okay, das war vielleicht etwas übertrieben. Trotzdem solltet ihr euch etwas einfallen lassen, sonst ist es das aus für die Partei. Todesstrafe. Kein Wert des Lebens. Die Leute, die Angst dafür haben, die haben halt das Leben von Fröschen nicht wertschätzen und nicht in Koexistenz mit denen leben können, die sind halt auf diesem Planeten. Ich würde halt einfach andersrum machen. Ich würde den Leuten keine Strafe androhen, die das also sozusagen aus unserer Sicht falsch machen, weil das ist immer so negativ, weißt du? Ich würde eher sagen, die Leute, die sich um Frösche kümmern, die haben Boni. Die sind subventioniert. Also die haben irgendwie Steuererleichterungen oder so, weißt du? Ja, also ich wollte sagen, wir haben viele Wissenschaftler, die an der Beseitigung der Phobie arbeiten, aber wir können natürlich auch die Todesstrafe benutzen oder wir können natürlich auch andere Leute, die Phobie nicht haben, einfach besser stellen. Also umbringen ist vielleicht ein bisschen zu krass, wir können dann so Slums einrichten. Wir forschen für die Krötenphobie, Jungs. Und wir forschen ja extrem diese Krötenphobie, aber es kann mal passieren, dass halt Leute abhanden kommen, die halt diese Angst haben während der Forschungsarbeiten. Ja, ja. Kann passieren. Kann passieren. Menschen verschwinden jeden Tag, das weißt du doch, das kennst du auch aus dem Fernsehen. Betriebsunfälle sind ganz normal. Das stimmt, bei so Magier-Shows verschwinden die immer. E-Mail ist noch nicht vorbei. Ich wollte dort ursprünglich den Fachbegriff einer meiner Phobien herausfinden, und zwar Gephyrophobie, Angst vor Brücken, beziehungsweise in meinem Fall das Überqueren jener. Und bin dabei auf die Froschphobie gestoßen. Falls ihr jetzt denkt, meine Angst sei merkwürdig, habe ich mir noch ein paar Beispiele herausgesucht. Und damit ende ich jetzt auch sofort die E-Mail. Geliophobie, Angst vor Lachen. Kenosilikaphobie, Angst vor leeren Gläsern. Oh, das habe ich auch schon mal gelesen. Das ist für jeden, der Bier trinken geht, ist der. Auch. Das hat Peter bestimmt. Hab ich auch. Hippopotomonstrosesquipedaliphobie. Ja, die. Mm-hmm. Hippophobie, haben die Angst vor Nilpferden, oder was? Angst vor langen Wörtern. Wow, das hat Peter auf jeden Fall. Die Donaudampfschiffskapitänskajütenmützenphobie. Anophelophobie. Angst, die Frau beim Sex zu verletzen. Und diese Beispiele hat er uns rausgesucht. Fuck? Das fand ich recht erheitert. Das muss ja dann voller Trauma beim ersten Mal für denjenigen sein, der sowas hat, oder? Ich meine, du weißt das ja auch vielleicht noch gar nicht. Und dann geht ab beim ersten Mal. Und dann geht ab und dann ist dein Leben gelaufen, du springst aus dem Fenster. Ich glaube eher, dass du die nicht vorher hast, sondern du wirst halt beim ersten Mal oder was auch immer dann halt wahrscheinlich, keine Ahnung, danach bekommen. Aber also ich meine, dass sie danach getötet haben oder sonst was. Es ist natürlich fucked up. Das bedeutet im Endeffekt, dass man selber quasi nicht groß, ich sag jetzt mal, stoßen kann, ja. Aber das ist die perfekte Ausrede, wenn man sich quasi nur bedienen lassen will. Weil dann muss man ja keine Angst haben. Die Frau muss alles machen. Ja, tut mir leid. Schatz, tut mir leid, wenn ich dich anfasse. Ich habe Sorge, dass ich dich kaputt mache. Mach du bitte die ganze Arbeit. Also wer auch immer das hat, ich glaube, das hat er sich einfach nur einfallen lassen. Zu faul zum Sex. Also ich glaube, es gibt einfach auch viel zu vielen Bullshit, also Bullshit-Phobien, die man sich irgendwie einredet und wo man eine Phobie draus macht, was aber ja eigentlich nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Ich glaube, man hat schon eine Angst vor. Aber es gibt also natürlich, ich kann manche nicht nachvollziehen, weißt du, wie kann man Angst vorm Lachen haben? Anders gesagt, mir sind so Menschen einfach noch nie begegnet und ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das heißt ja nicht, dass es die nicht gibt. Nee, das wollte ich halt gerade korrigieren. Jetzt dabei, ich glaube nur, das, was ich halt sehen gerade korrigieren. Kann, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Falsch ausgedrückt. Bevor wir hier irgendwie ins Blaue. Noch nie Sterne angefasst, was gibt es nicht. So, wie gesagt, Veganer haben ihr Leben. Genau. Erwirkt.
Was? Hab ich ja schon vorhin gesagt. Okay, in der Krötenpartei werden Veganer auch ausgerottet, weil... Nein, wir sind jetzt fertig. Wir sind jetzt fertig. Feierabend. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Hallo. Hi. Wer ist denn da? Hi. Ich bin der Kevin. Ah, hallo Kevin. Was kann ich denn für dich tun? Ja, ich bin 12 Jahre alt und ich will demnächst meinen eigenen YouTube-Minecraft-Channel eröffnen. Mhm. Und dafür habe ich mir auch einen Laptop geholt. Mhm. Beim Mediamarkt, der hat 20 Euro gekostet. Mhm. Und irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Minecraft ist die ganze Zeit am Ruckeln und mit Windows Movie Maker kann ich gar nicht richtig aufnehmen und ich wollte fragen, ob du eine Lösung für mich hast. Ja, kleiner Kevin, das ist gar kein Problem für dich, ja. Also erstmal eine gute Idee, selber YouTuber zu werden, aber dafür brauchst du einfach das richtige Equipment. Das ist auch gar kein Problem zu bekommen, ja. Du gehst einfach auf www.peatsmeet.de, da klickst du oben auf Shop und dann auf Hardware, ja, und da gibt's dann den Peatsmeet Porno-PC. Und dann drückst du dann einfach auf Jetzt kaufen, ja, und wenn du den dann gekauft hast, dann kommt der auch direkt fertig zu dir, ja, du musst nichts mehr machen, du musst ihn nur noch einschalten und schon kannst du quasi aufnehmen, sobald du das ein oder andere Aufnahmeprogramm noch runtergeladen hast. Perfekte Grafik, läuft super flüssig, ja, schafft selbst meine Mutter. Das ist ja super. Ich meine, das passt perfekt für mich, weil ich bin zu dumm, einen eigenen PC zusammenzubauen und meine Eltern haben Kohle wie Asche. Danke für den Tipp. Kein Problem. Du klangst auch genauso wie ein kleiner Junge, dessen Eltern Asche wie Heu haben. Yay. Denn deine Eltern hatten Kohle wie Asche.